ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind eingeladen worden auf der Grundlage dieses Buches und die Einladung bezog sich darauf, mit Ihnen auch zu diesem Buch in die Diskussion zu kommen. Und es sind eben zwei Dinge schwierig, erstens über ein eigenes Buch zu reden und zweitens über ein Buch zu reden, das niemand außer uns gelesen hat. Und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, folgendermaßen vorzugehen. Ich werde einen kleinen Input geben und brauche dafür vielleicht so 20 Minuten und reiße damit Themen an, die in dem Buch eine Rolle spielen. Und dann würden wir gleich mit Ihnen in die Diskussion gehen wollen und auch einfach Fragen gemeinsam hier behandeln und möglicherweise auch schauen, welche Antworten dieses Buch gegebenenfalls bereithält. Ich sag mal was zu dem Entstehungszusammenhang dieses Buches. Es ist entstanden, weil der Verlag uns eingeladen hat, gemeinsam eine feministische Kapitalismuskritik zu schreiben. Und ich finde diesen Einband sehr schön. Sie sehen das vielleicht jetzt nicht, deswegen kommentiere ich es. Oben ist dieses Frauenbewegungslila, also das hat der Verlag gemacht, nicht wir. Und dazwischen, darunter steht das Frauenzeichen und daneben dran ein K, also zusammengefasst ein Okay im Sinne von feministische Kapitalismuskritik hat ihren Platz im Reigen der Kapitalismuskritik. Also insofern eine hohe Offenheit des Verlages gegenüber der feministischen Kapitalismuskritik und eben die Einladung an uns, eine solche Bestandsaufnahme zu schreiben. Und ich finde ein zweites daran erwähnenswert, normalerweise würde man uns nicht unbedingt zu dritt einladen, weil wir sehr unterschiedliche Positionen in der feministischen Kapitalismuskritik haben, also auch Positionen, die, wenn man es mal sehr freundlich formuliert, nicht unbedingt miteinander vereinbar sind. Und wir haben also zu dritt auch schon eine lange Geschichte des Streites um unsere Positionen hinter uns, die es dann ermöglicht, dass wir eben ein Buch zusammenschreiben können, was ohne eine Vorgeschichte vielleicht nicht ohne weiteres ginge. Ich habe jetzt auch gar nicht die Aufgabe übernommen, in diese Positionen einzuführen. Das wird, glaube ich, in der Diskussion auch noch deutlich, worin wir uns unterscheiden. Wir stehen also für verschiedene Stimmen innerhalb der feministischen Kapitalismuskritik, was eben auch zeigt, das ist ein sehr großes, vielfältiges Feld und es ist sozusagen nicht ein durchgestreamter Feminismus, der uns da begegnet, sondern es sind ganz unterschiedliche Positionen innerhalb dieses Feldes. Und ich würde jetzt so verfahren, dass ich einen Einstieg gebe mit drei Themen, die wir alle aus der gesellschaftlichen Anschauung kennen und dann jeweils auch versuche deutlich zu machen, was sieht feministische Kapitalismuskritik anders als andere das sehen. Das wäre sozusagen das Muster, in dem ich das strukturiere. Und der letzte Punkt, auf den ich dann zu sprechen komme, ist, haben wir es mit einem Herrschaftszusammenhang zu tun und wenn es ein Herrschaftszusammenhang ist, was heißt es dann für unsere gelebte Praxis? Das wären die Punkte, die ich jetzt in diesem Input anreißen würde, um Ihnen eine Vorstellung zu diesen Perspektiven der Kapitalismuskritik zu geben. Ich habe drei Bereiche ausgesucht, den Bereich Prekarität, dann den Bereich Carework oder Sorgearbeit, den Bereich Gerechtigkeit und dann eben zum Schluss die Frage Herrschaftszusammenhang oder gelebte Praxis. Die drei Bereiche habe ich deshalb ausgesucht, weil sie uns in den Medien aller Orten begegnen. In dem Buch sind einige Bereiche mehr angesprochen und es ist auch systematischer geschrieben, als ich das hier machen kann. Aber ich denke, es sind Bereiche, die wir vielleicht als gemeinsame Bereiche aus der Anschauung heraus kennen und darüber ganz gut diskutieren können. Ich beginne mal mit dem Phänomen Prekarität. Prekarität ist mittlerweile gesellschaftlich, also wenn Sie in die Tageszeitungen oder Fernsehen oder Internet schauen, wie auch wissenschaftlich sehr breit diskutiert. Wenn Sie Prekarität nachschlagen im Duden beispielsweise, dann bedeutet Prekarität im Wortsinn unsicher, ungewiss oder heikel. Innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion ist man sich mittlerweile relativ einig über einen Begriff von Prekarität, nämlich Prekarität bedeutet eine eingeschränkte wirtschaftliche, politische, soziale und oder kulturelle Teilhabe an Gesellschaft, die ein Leben
unterhalb, wie das dann mit Bourdieu formuliert wird, der Schwelle der Respektabilität mit sich bringt. Das heißt, nicht jede Form atypischer Beschäftigung muss prekär sein, nicht jede Form des kulturellen Ausschlusses muss notwendig prekär sein, aber es gibt Lebens- und Arbeitsverhältnisse in dieser Gesellschaft, die sind in diesem Sinne prekär, dass eben eine Teilhabe, die ein respektables Leben ermöglicht, nicht mehr möglich ist. Ebenfalls von Bourdieu, den ich gerade mit der Schwelle der Respektabilität schon angesprochen habe, stammt aus den 90er Jahren die Formulierung »Prekarität ist überall«. Dieser Satz hat sozusagen Forschungsgeschichte geschrieben. Es ist ein Leitansatz der Prekarisierungsforschung, auf den sich auch die Geschlechterforschung sehr zentral bezieht. Susanne Völker arbeitet ganz zentral mit der Bourdieu'schen Theorie. Und mit diesem Satz »Prekarität ist überall« ist gemeint, dass letztlich beginnend bereits in den 70er Jahren, forciert allerdings in den 90er Jahren unter der anhaltenden wirtschaftsliberalen Entwicklung und der anhaltenden wirtschaftsliberalen Entfesselung der Märkte, die Beschäftigungsverhältnisse in dem vorherigen Muster des Normalarbeitsverhältnisses oder des Normarbeitsverhältnisses erodiert sind. Gleichzeitig sind die wohlfahrtsstaatlichen Einbettungen zersetzt worden. Wir haben es also auch mit einer sozialen Entsicherung zu tun und wir haben es mit Pluralisierung der Lebensformen zu tun, also mit neuen Lebensformen, die ganz anderen Momenten und Motiven geschuldet, zusammen mit den beiden anderen Prozessen aber dahingehend wirken, dass Menschen nicht mehr die vormalige Sicherheit im Kapitalismus erreichen können. Die Situation der Nachkriegsära bis Mitte der 70er Jahre, diese hohe Sicherheit im Kapitalismus, bemessen an der vorherigen historischen Epoche, zeigt sich zusehends als Ausnahmesituation. Auch in den Ländern des globalen Nordens, also in den wohlfahrtsstaatlich vormals etablierten Kapitalismen, wozu Österreich, Deutschland, Schweiz, aber auch der ganze Bereich Großbritannien, Frankreich, Schweden, USA gehören, haben wir es mittlerweile mit einer durchgehenden Verunsicherung der Arbeits- und Lebensverhältnisse zu tun. Und deswegen eben diese Diagnose von Bourdieu, Prekarität ist überall. Er meint damit ein zweites: Prekarität hat sich bereits tief bis in die einheimischen Mittelschichten hinein durchgesetzt. Das heißt, diejenigen, die vormals relativ begünstigte Lebensverhältnisse hatten, bemessen an kapitalistischen Gesellschaften, nämlich im Wesentlichen Männer der einheimischen Mittelschichten mit Normalarbeitsverhältnis und einer relativ gesicherten Position, auch diese Teile der Bevölkerung sind mittlerweile von Prekarität in einem historisch neuen Ausmaß erfasst. Durch die Brille feministischer Kapitalismuskritik sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Also da könnte man durchaus zwar sagen, Prekarität ist überall, man kann aber auch noch was anderes sagen, nämlich Prekarität war immer. Bloß hat sich die Gesellschaft und auch die Wissenschaft weniger dafür interessiert, solange sie nur diejenigen Gruppen, nicht zuletzt Frauen und Migrantinnen, erfasst hat, die sich an den Rändern des Beschäftigungssystems befunden haben und weniger in den Genuss sozialer Sicherheit gekommen sind. Für Frauen und Migrantinnen beispielsweise ist Prekarität kein neues Phänomen, kein historisch neues Phänomen. Wir haben diese ganze lange Tradition der marginalen Beschäftigung an den Rändern des Beschäftigungssystems, nicht existenzsichernder Teilzeitarbeit oder diese Lebenssituationen, in denen beispielsweise eine seinerzeit nicht unbedingt vorgesehene Scheidung in Armut mündet. Also wir haben sozusagen für Frauenleben eine Form der Prekarität, die keineswegs neu ist. Allerdings ist auch für diese Gruppen nicht alles beim Alten geblieben. Denn es ist ein erheblicher Unterschied, ob sich ein prekäres Arbeiten und Leben in einer Gesellschaft der Gesicherten und der Gutsituierten abspielt oder ob Prekarität zusehends die Normalitätserfahrung einer ganzen Gesellschaft wird. Ob also sozusagen Prekarität jetzt in neuen Mustern nun doch alle erfasst, in diesem Sinne überall ist, wenn sie auch für manche nicht neu ist, aber in neuen Formen auftaucht. Prekarität
ist, und da ist sich die feministische Kapitalismuskritik dann wiederum mit anderen Forschungen, etwa mit Kapitalismustheorien, sehr einig, ein Herrschaftsinstrument. Sie erzeugt nämlich Anpassungsdruck für diejenigen, die prekär arbeiten und leben, aber auch für die noch nicht, die für die noch Gesicherten, die nämlich die Prekären vor Augen haben, die sozusagen in ihrem gesellschaftlichen Alltag sehen können, wie ein Abstieg sich gegebenenfalls vollzieht. Das heißt, wir haben Prekarität sozusagen auch in dieser Hinsicht als ein durchgängiges Phänomen, nämlich als ein disziplinierendes Moment und damit auch als ein Moment der Herrschaftssicherung, was für Männer wie Frauen, für einheimische Bevölkerung wie für Migrantinnen gilt, wenn auch nicht in gleicher Weise. Und es ist jetzt wieder ein weiterer Punkt zu benennen, den ich aufmachen möchte, nochmal als Besonderheit kapitalistischer, feministischer Kapitalismuskritiken. Anders als die Prekarisierungsforschung schaut sie nämlich nochmal auf verschiedene Formen von Prekarität oder auch gleichlaufende Entwicklungen, die ganz anders gerichtet sind. Es liegen uns beispielsweise aus beiden Forschungssträngen, Kapitalismustheorien und feministischer Kapitalismuskritik, Forschungen vor, wonach prekär Beschäftigte zum Beispiel nach den alten Sicherheiten streben. Also es gibt zahlreiche Interviews, in denen dann von prekär Beschäftigten gesagt wird, die sich beispielsweise den alten Lebensstandard nicht mehr leisten können, der die Generation vorher enthalten hat, dass sie sich durchaus vorstellen, ich nehme mal einen Moment raus, das Eigenheim, die traditionelle Familie mit Familienoberhaupt und allenfalls dazu zu verdienender oder andernfalls gesicherte Hausfrau. Und das sind Formen oder Vorstellungen einer Rückkehr zu alten, tradierten Modellen, die aus einer feministischen Perspektive weder wünschenswert sind, noch gesellschaftlich überhaupt möglich sind. Diese Formate werden heute so nicht mehr funktionieren. Es sind erschöpfte Formate, wie Susanne Völker das nennt. Das heißt, wir haben hier sozusagen keine Alternative in Rückbesinnung auf das Alte, sondern wir müssen überlegen, was kann mit der gegenwärtigen Situation passieren, was kann gemacht werden. Darin deutet sich ein weiteres an. Prekarität mag zwar überall sein, aber sie erfasst nicht alle gleichermaßen. Während beispielsweise, wie schon gesagt, Männer der einheimischen Mittelschichten in neuem, historisch neuem Ausmaß von prekärer Beschäftigung erfasst werden, haben zeitgleich seit den 70er Jahren Frauen und Migrantinnen in derselben Schicht bedingte Aufstiege zu verzeichnen. Heute stehen Frauen und Migrantinnen in Wirtschaft, in Verwaltung, in Wissenschaft, in vielen Bereichen Positionen offen, die in den Generationen davor nicht möglich waren, die sozusagen jetzt geöffnet worden sind. Hier haben wir noch einen ganz anderen Blick auf Prekarität und Prekarisierung. Wenn Frauen heute unter diesen Bedingungen aufsteigen, beispielsweise in wirtschaftliche Positionen, dann tun sie das nicht zu den gleichen Bedingungen, die Männer eine Generation zuvor zur Verfügung standen. Das heißt, wir haben historisch gesehen eine Abwertung, eine Umwertung von Bereichen in vielen Feldern und in gewisser Weise auch eine Prekarisierung von Beschäftigungsbedingungen. Und ein dritter und letzter Punkt, wenn Prekarität zwar überall ist, aber doch die Bevölkerungsgruppen ganz verschieden erfasst, dann stellt sich auch die Frage nach den Bewältigungsstrategien und nach dem Protest. Und auch diese Bewältigungsstrategien und der Protest haben vielfältige Gesichter. Und wir finden ein breites Spektrum beispielsweise des traditionellen gewerkschaftlichen Protestes, aber auch neue Protestformen, die gerade in Europa aufgebrochen sind im Zuge der Austeritätspolitiken, beispielsweise in Südeuropa aufgebrochen sind, von Bewegungen wie den Indignados, also die sozusagen mit dem Begriff der Würde spielen, um ihr Prekärsein deutlich zu machen, oder was eine feministische Bewegung ist, die Precarias a la Deriva, oder eben auch Teile der Occupy-Bewegung, in denen es immer wieder feministische Aktionsformen gibt. Das heißt, wir finden entsprechend dieses Phänomens, dass Prekarität die Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich und auch die Länder sehr unterschiedlich betrifft, mittlerweile auch ganz unterschiedliche Formen des Protestes.
Mein zweiter Punkt ist Care Work oder Sorgearbeit. Care Work ist die englische Bezeichnung, die sich ja mittlerweile etabliert hat, oder Sorgearbeit umfasst letztlich all die Arbeit, die verrichtet werden muss, damit Menschen für sich selbst und für andere Menschen angemessen sorgen können. Es ist eines der vollkommen traditionsreichen Themen feministischer Kapitalismuskritik. Auch andere Forschungsstränge haben das Thema Sorgearbeit sehr frühzeitig aufgenommen, vor allem die Wohlfahrtsstaatforschung und die Familienforschung und noch einige weitere Forschungsstränge. Allerdings, und das ist interessant, ist es kein traditionsreiches Thema in der Arbeitsforschung. Und das ist kein Zufall, sondern eine alte feministische Erkenntnis besagt, Sorgearbeit gilt vielfach nicht als Arbeit oder zumindest nicht als richtige Arbeit, sondern es kommen dann Worte in die Diskussion wie Liebesdienst oder Arbeit aus Liebe oder eben eine moralische Verpflichtung. Also das, was beispielsweise in der Familie als Arbeit geleistet wird, in der Regel von Frauen, wird nicht unbedingt als Arbeit gesehen, sondern wird dann eben als etwas anderes gesehen. Entsprechend hat sich auch die Arbeitsforschung interessanterweise sehr spät eben erst für Sorgearbeit interessiert und Sorgearbeit als Arbeitsform auch tatsächlich bis heute noch nicht zureichend begriffen. Entsprechend macht feministische Kapitalismuskritik deutlich, dass diese Arbeit eine sehr zwiespältige Bewertung hat. Sie ist ideell und teilweise auch nur rhetorisch hochgeschätzt. Kaum jemand würde die Arbeit von Müttern, Kindergarten, Erzieherinnen, Altenpflegerinnen und noch vielen anderen mehr als unwichtig abtun, sondern sie wird als wichtig, als eine Säule gesellschaftlicher Reproduktion benannt, wie es dann heißt. In ihrer faktischen gesellschaftlichen Bedeutung, es ist Arbeit, ohne die das Leben und Zusammenleben überhaupt nicht möglich wäre. Jeder ist in seinem Leben bedürftig, nicht nur im Krankheitsfalle, sondern im ganzen Leben. Ohne diese Arbeit würde also nichts funktionieren. Und dieser ideellen Wertschätzung, die ich angesprochen habe, entspricht keine entsprechende materielle Gratifikation. Es sind zum Teil unentgeltliche Arbeiten mit allen Nachteilen, die das für diejenigen hat, die sie verrichten, beispielsweise Kinderbetreuungszeiten, keine adäquate Anerkennung in der Rentenversicherung finden und Ähnliches. Und es sind teils Berufe mit sehr langen Ausbildungszeiten, hoher Verantwortung für das Leben und sehr geringen Gehältern. Das heißt, materiell entspricht dieser ideellen Gewichtung kein Pendant. Ja, und diese Berufe sind in einer ganz neuen Weise in ihrer Substanz gefährdet. Dieser dritte Punkt, den möchte ich gesondert ansprechen, wird in der feministischen Kapitalismuskritik benannt als Krisen oder Gefährdung des Sorgens oder der Sorgearbeit. Er zieht die Aufmerksamkeit nicht ausschließlich der feministischen Kapitalismuskritik, sondern auch anderer Stränge der Kapitalismustheorie, der Arbeitsforschung, die jetzt doch ins Gespräch kommt, und noch einiger Stränge mehr. In dieser Betrachtungsweise lassen sich gegenwärtig verschiedene Entwicklungen im Feld von Care-Work oder Sorgearbeit entlang mehrerer Linien feststellen. Erstens: Care-Work und Sorgearbeit sind im Zuge der Rationalisierung des öffentlichen Sektors seit den 80er Jahren, da hat Birgit Rieckhoff sehr viel zu geforscht, und im Gefolge der Finanzkrise 2008 und den seither in Europa zu verfolgenden Austeritätspolitiken auch im globalen Norden wieder und in neuer Weise gefährdet. Im globalen Süden waren sie es immer schon. Es bilden sich Sorgegefälle ganz neuer Art heraus. Dort, wo Sorgearbeit profitträchtig ist und vermarktet werden kann, Robotertechnologie, also in der Altenpflege beispielsweise, in der Krankenpflege, das sogenannte Social Freezing, Sie werden dieses Phänomen vielleicht schon gehört haben, das Einfrieren von Eizellen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzutauen und zu befruchten, was eine Verschiebung von Mutterschaft bedeutet, die von amerikanischen Konzernen unterstützt wird, um damit Personalpolitik effektiver betreiben zu können. Oder Wellness-Industrien aller Art,
privatwirtschaftliche Einrichtungen in der Altenpflege. Also wir haben mittlerweile eine ganze Sorgeindustrie, die Carework profitträchtig gestaltet. Dort erfährt Sorgearbeit eine ganz neue gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Dort wird sie wichtig, dort wird sie relevant im Sinne eines neuen Geschäftszweigs für eine zahlungskräftige Klientel. Wo das nicht der Fall ist, bleibt sie prekär als unentgeltliche Arbeit in der Familie oder was wir in allen West- und Nordeuropäischen Ländern und in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt vollziehen, in ihrer legalen, halblegalen oder illegalen Verrichtung durch Migrantinnen. Also in Österreich beispielsweise durch Migrantinnen in erster Linie, die aus Osteuropa kommen und hier in einem legalisierten Modell der 24-Stunden-Betreuung, in Deutschland beispielsweise eher halblegal oder illegal, ebenfalls mit osteuropäischen Migrantinnen, in den USA stark mit Migration aus Lateinamerika verbunden und anderes mehr. Es entstehen außerdem neue Konkurrenzen, Ungleichheiten und Polarisierungen. Es zeigen sich beispielsweise innerhalb der bezahlten Sorgearbeit neue Geschlechterkonkurrenzen um die Aufstiegspositionen im Pflegemanagement etwa, während die gewünschte höhere Beteiligung von Männern in der Kinderbetreuung, in der professionellen Kinderbetreuung, wird mit Gehaltssteigerungen in der Diskussion verbunden, wo das eben bei Frauenbeschäftigung nicht der Fall ist. Ja, und schließlich Carework und Sorgearbeit werden teilweise wiederum initiiert, auch von feministischen Kapitalismuskritikerinnen in neuer Weise zum Thema gesellschaftlichen Protestes. Wir finden auch hier das Spektrum des traditionellen Protestes. Wir finden Streiks in Pflegeeinrichtungen, in Kindergärten. Und auch hier finden wir neue Aktionsformen, neue Bündnisse wie Care Manifest, Care Revolution und andere mehr, die sozusagen Care jetzt zu einem gesellschaftlich großen Protestthema machen. Feministische Kapitalismuskritik ist nicht nur eine Chronistin dieser Entwicklung, sondern auch Kritikerin der kapitalistischen gesellschaftlichen Strukturen und schlägt also auch vor, die kapitalistische Gesellschaft in gewisser Weise vom Kopf auf die Füße zu stellen, also dieser Dominanz der Märkte, der Marktorientierung, eine andere Vorstellung von Gesellschaft entgegenzusetzen, in der, wenn ich es mit Ulrike Knobloch sage, das Fürsorgen, Versorgen und Vorsorgen einen neuen Stellenwert einnimmt. Mein dritter Punkt ist Gerechtigkeit, ein Feld, in dem Birgit Rieggraf auch viel arbeitet. Auch das Feld gehört zu den traditionsreichsten Themen der feministischen Kapitalismuskritik. Es umfasst einerseits zum einen eine sehr grundlegende Betrachtung des Kapitalismus. Diese Gesellschaft verfügt nämlich zum einen über eine wirtschaftliche Ungleichheitsordnung, zum anderen aber über eine bürgerliche Gleichheitsordnung. Wir haben also beides, eine Ungleichheits- und eine Gleichheitsordnung. Zur wirtschaftlichen Ungleichheitsordnung gehören die Eigentumsverhältnisse von Kapital und Arbeit, ebenso wie ganz verschiedene Arbeitsteilungen, entlang derer sich Ungleichheiten nach Geschlecht, nach Klasse, aber auch nach Ethnizität herausgebildet haben. Zur bürgerlichen Gleichheitsordnung gehört die formalrechtliche Gleichstellung und prinzipiell vorgesehene soziale Mobilität für alle Gesellschaftsmitglieder, wobei das Kriterium, nach dem sie erfolgt, die Meritokratie, also das Leistungsprinzip ist. Im Grunde steht in dieser Gesellschaft allen ihren Mitgliedern alles an Aufstiegspositionen, an Zugang zu allen Bereichen prinzipiell offen, vorausgesetzt, sie bringen dafür die erforderliche Leistung. Wenn dieses Gleichheitsversprechen dem Prinzip nach für alle Gesellschaftsmitglieder gilt, so gilt es historisch jedoch, das werden Sie in allen Bereichen feststellen, gleichermaßen weder für Frauen wie für Männer, noch für Migrantinnen wie für die einheimische Bevölkerung. Wir haben eine durchgängige Ungleichheitsstruktur in dieser Gesellschaft, nach Geschlecht, nach Schicht, nach Ethnizität. Von Ungerechtigkeit kann da nicht automatisch gesprochen werden. Von Ungerechtigkeit ist dann zu sprechen, wenn trotz gleicher Leistung, beispielsweise im Beruf, keine gleiche ökonomische, politische, kulturelle und soziale Teilhabe gewährt wird.
Von Ungerechtigkeit ist aber auch dann zu sprechen, wenn das, was die einen tun, nicht gleichermaßen anerkennungsfähig ist wie das, was die anderen tun. Hausarbeit zählt weniger als Erwerbsarbeit, zum Beispiel in der Rentenversicherung, weshalb Altersarmut vielfach Armut von Frauen bedeutet. Gerechtigkeitsvorstellungen sind allerdings im Wandel. Unter den gegenwärtigen wirtschaftsliberalen Vorzeichen ist die vormalige Bedeutung der Teilhabegerechtigkeit und der Bedarfsgerechtigkeit, also alle sollen teilhaben können, alle sollen ihre Bedarfe geltend machen können, einer neuen Bedeutung der Leistungsgerechtigkeit gewichen. Leistungsgerechtigkeit ist dabei ein zwiespältiges Unterfangen, auch in der Frage der Ungleichheiten nach Geschlecht und Ethnizität. Sie werden vielleicht den Begriff des Aktivbürgers oder der Marktbürgerin bereits gehört haben. Damit ist gemeint, dass wer leistet, leistet nach den entsprechenden neuen wirtschaftsliberalen Vorstellungen, beispielsweise leistet nach Vorstellungen des Adult Worker Models, also einer erwerbsorientierten Biografie und einer erwerbsorientierten Lebenseinstellung oder sich selbst permanent selbst optimiert als Unternehmer seiner selbst, als Ich-AG und so weiter. Wer also all diese wirtschaftsliberalen Kriterien erfüllt, kann zwar nicht ohne Ansehen der Person, aber durchaus auch ohne Ansehen von Geschlecht oder Ethnizität Aufstiege machen. Das heißt, dem wirtschaftsliberalen Vorzeichen entspricht auch eine entsprechende Vorstellung eines angemessenen Subjektes. Es sind also sehr zwiespältige Gerechtigkeits- und Gleichheitsgewinne, die sich abzeichnen. Es ist zweifelsohne ein großer Fortschritt, dass Frauen und Migrantinnen heute in Positionen einziehen, die ihnen vor noch nicht allzu langer Zeit verschlossen waren. Zweifelsohne geschieht dies aber unter den derzeitigen Vorzeichen in einer Weise, die alternative Lebensentwürfe und Gerechtigkeitsvorstellungen weiter an den Rand drängt. Ich möchte jetzt noch zum Schluss die Frage aufwerfen, womit haben wir es hier zu tun, also Kapitalismus als Herrschaftszusammenhang oder gelebte Praxis? Die grundlegende Frage ist, sind all diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ein historischer Zufall oder sind sie dem Kapitalismus eigen? Und wie werden sie hervorgebracht, beziehungsweise wie können sie verändert werden? Das werden, denke ich, auch Punkte für die Diskussion dann nochmal sein. Anders als andere Forschungsstränge untersucht die feministische Kapitalismuskritik den Kapitalismus als einen Herrschaftszusammenhang. Das bedeutet dreierlei. Sie geht zurück bis an seine Anfänge und arbeitet heraus, wie er die Feudal- und die Ständeordnung umgewälzt hat und als Kolonialherrschaft etabliert worden ist. Das hat ganz neue Ungleichheiten nach Schicht, Geschlecht und Ethnizität hervorgebracht. Die These feministischer Kapitalismuskritik ist also, Kapitalismus pur existiert nicht. Kapitalismus ist ein Herrschaftszusammenhang, in dem sich Geschlecht, Klasse, Ethnizität in spezifischer Weise verschränken. Kapitalistisches Wirtschaften ist immer auch auf den anderen beiden Herrschaftsformen basierend. Ausgehend von seiner Grundstruktur, und das ist das zweite Moment, entfacht er zudem eine herrschaftsförmige Dynamik, in der Belange des Lebens denjenigen des Marktes oder der Marktwirtschaft untergeordnet werden. Beides, sowohl die Marktökonomie als auch andere gesellschaftliche Bereiche, sind außerdem fast durchgängig von ungleichen Arbeitsteilungen durchzogen. In diesem Rahmen werden dann all die Voraussetzungen geschaffen, wie die unentgeltliche Sorgearbeit, über die ich eben gesprochen habe, und noch vieles andere mehr, derer kapitalistisches Wirtschaften bedarf, für die es aber nicht zureichend sorgen kann. Anders gesagt und auch nochmal sehr pointiert für unsere Diskussion, kapitalistische Gesellschaften sind ohne all diese Leistungen nicht lebensfähig. Der Kapitalismus kann aus sich selbst heraus nicht für die Existenz der Menschen sorgen und auch nicht für seinen eigenen Bestand sorgen. Er bedarf Arbeiten, die anderweitig hervorgebracht werden, die anderweitig bereitgestellt werden, in erster Linie Arbeiten, die über geschlechtliche Arbeitsteilungen oder Arbeitsteilungen nach Ethnizität hervorgebracht werden. Der dritte
Punkt. Gesellschaftliche Strukturen sind zweifelsohne vorhanden. Wir haben es mit einer mehrhundertjährigen Geschichte in der Herausbildung des Kapitalismus zu tun. Sie reproduzieren sich aber nicht von alleine. Kapitalismus ist gemacht, letztlich von Menschen in ihren ganz alltäglich gelebten Praxen gemacht, von Menschen, die allerdings in sehr unterschiedlichen Positionen mit darüber entscheiden, was machbar ist, was nicht machbar ist, aber er ist in der gesellschaftlichen Praxis hervorgebracht. Insofern steht die gesellschaftliche Entwicklung, die wir gegenwärtig beobachten, zweifelsohne unter wirtschaftsliberalen Vorzeichen, aber es ist zugleich ein umkämpfter Wandel. Weder sind Arbeits- und Lebensarrangements und alltägliche Praxis hier ganz und gar passförmig, noch existieren gesellschaftliche Orientierungen losgelöst davon, wie die Menschen in ihnen leben und wie sie ihnen praktisch Geltung verleihen oder auch nicht. Und auch das wiederum ist nicht unabhängig von den Positionen, die sie nach Geschlecht, nach Schicht, nach Ethnizität in dieser Gesellschaft einnehmen. Also auch darüber müssten wir dann diskutieren, wie wird Kapitalismus durch das Zutun in der Praxis alltäglich wiederhergestellt, beziehungsweise wo setzt möglicherweise Veränderungsperspektive an. Ja, vielen Dank. Danke. Ich greife jetzt ganz kurz auch diesen letzten Punkt auf, wo quasi ein System auch gestützt wird, immer wieder auch durch Teilbereiche dieses Systems, wo Sie selbst sagen, der Kapitalismus ist quasi kein System, das aus sich heraus und ohne anderes Zutun so bestehen bleiben könnte. Wenn wir kurz bei dieser Care-Work, bei dieser Lebenssorge auch bleiben, wo ein Punkt natürlich, glaube ich, auch der ist, dass all diese Frauen, die Sorgearbeit betreiben, nicht alle, aber ein Großteil davon wahrscheinlich, einen Mann dabei unterstützen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ist das so? Da gibt es da zumindest auch Forschungen, die sagen, das muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass jeder Frau, die zu Hause sorgt, dann, also bricht da wenigstens was Tradiertes auf oder ist das nach wie vor so? Versuchen. Also zunächst mal ist das dieses im sogenannten Fordismus, also sozusagen in der Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs der Nachkriegszeit, das typische abgestützte Modell, was wir hatten, eben dieses Hausfrauenmodell. Mhm. Heißt, die Idee des männlichen Erwerbsarbeiters und die Hausfrau, die im Hintergrund den Rücken frei hält und er für die er für den Erwerb der Familie sorgen kann. Dieses Arrangement wurde ja sozialstaatlich abgestützt, als ideales Modell, als Modell, an das sich sozusagen gesellschaftlich auch als Norm durchgesetzt hat. Und da war es tatsächlich so, auch als erstrebenswertes Modell, weil es auch für bestimmte untere Schichten galt, wenn wir dieses Modell leben können, dann verdienen wir genug. Also sozusagen als gesellschaftliche Norm und als Beweis, dass man genügend Erwerbseinkommen hat, dass die Hausfrau nicht arbeiten muss. Also viele von Ihnen kennen vielleicht noch den Spruch, meine Frau muss nicht arbeiten. Das bedeutete, das war eine Art Statussymbol auch. Mhm. Aber die Idee war tatsächlich, im Hintergrund wurde die unbezahlte Care-Arbeit gemacht. Dieses Arrangement funktioniert tatsächlich in vielerlei Hinsicht nicht mehr so. Wir haben einen Aufbruch, der auch einhergeht mit dem Aufbruch des Wohlfahrtsstaates in der klassischen Idee. Er verändert sich sehr stark und damit wird auch das Arrangement der Hausfrau mit dem mit dem Ernährermodell allmählich brüchig. Das bedeutet aber nicht, dass all diese Tätigkeiten im Hintergrund überflüssig werden. Die müssen natürlich gemacht werden. Und in dem Moment, wenn dieses Modell aufbricht, wird zumindest in einer bestimmten Schicht, also man könnte anhand der Zahlen auch belegen, für eine bestimmte Mittelschicht diese Arbeit auch ausgelagert. Und da ist es tatsächlich so, dass wir, also das ist für Deutschland und für Österreich tatsächlich in ähnlicher Weise, das wiederum ausgelagert wird an teilweise 24-Stunden-Pflege, Migrantinnen aus diesen Ländern. Sie kennen diese berühmten Ideen der 24-Stunden-Polin, die dann sozusagen eingestellt wird, teilweise illegal, teilweise halblegal, solange man die, also jetzt die Begriffe jeweils in Anführungszeichen, die dann, wenn sich bestimmte Schichten es leisten können, tatsächlich ausgelagert wird, aber es bleibt typischerweise in Frauenhand.
Und es verschiebt sich ja nur dann in andere Länder. Also es ist dann die rumänische Mutter, die in Österreich bei einer Familie arbeitet, aber zu Hause wieder auch eine Familie hat, die unversorgt oder die von der Großmutter vielleicht versorgt richtig. Wird. Das heißt, das ist nur eine Verlagerung. Das ist, genau, diese berühmte Global Care Chain, die die Ali Hochschild beschreibt. Also es gibt sozusagen eine Verlagerung zwischen den Ländern. Also dann ist eben diese Frage, wer sorgt eigentlich dann noch für die Familien der Frauen, die hier wiederum in unseren Haushalten beispielsweise die 24-Stunden-Pflege übernimmt. Und von denen wir ja auch wissen, dass sie da sind. Und das ist ja zum Teil auch halb legal, weil wir sehr genau wissen, wenn man das konsequent juristisch verfolgt, würde unser Pflegesystem zusammenbrechen. Deshalb ist es so dieses halb legal, halb nicht legal und nicht konsequent verfolgte. Aber das Interessante oder das Untersuchungswerte und auch aus feministischer Kapitalismuskritik spannende oder die spannende Entwicklung ist vielleicht der falsche Begriff, die Arbeit bleibt weiterhin in Frauenhand. Zumindest, wenn sie unbezahlt bleibt. In dem Moment, wenn bestimmte Arbeiten, das hat Frau Aulenbacher ja darauf hingewiesen, es gibt ja Verschiebungen, es gibt ja bestimmte Bereiche, die inzwischen professionalisiert und vermarktet werden. Und da setzt dann wiederum ein ganz neuer Kampf darum ein, wer eigentlich die Arbeit macht. Weil dann kann sie zum Teil durchaus interessant werden, wenn sie professionalisiert wird. Also da gibt es eine ganze Reihe von Verschiebungen. Ja, also auch so sehr klassisch der männliche Kindergärtner, wo dann eben plötzlich auch eine Steigerung des Gehalts möglich ist oder verhandelt werden kann. Ein Punkt ist mir aufgefallen, jetzt auch bei Ihnen noch ganz kurz, Frau Professor Aulenbacher, ein komplett, noch einmal zu diesem Thema Care Work, ein kompletter Rückschritt, haben Sie gesagt, ist gesellschaftlich nicht möglich. Das würde mich jetzt interessieren, was genau quasi hindert oder was es so unvorstellbar macht, dass da ein wirklicher Backlash möglich ist, dass Frauen tatsächlich, also das klassisch jetzt betrachtet 50er Jahre, Frauen tatsächlich wieder ganz zurückkommen. Also wenn man es auf der politischen Ebene betrachtet, ist das ja leider, muss man sagen, gar nicht so unvorstellbar, ne, wenn bestimmte Familienmodelle wieder Platz greifen. Also Sie haben vollkommen recht, politisch ist das möglicherweise nicht unvorstellbar. Es ist deshalb nicht vorstellbar, weil es nicht mehr greifen würde. Also diese alte Arbeitsform oder Arbeits- und Haushaltsform, die Birgit Riegraf gerade nochmal genannt hat, das Familienernährer- und Hausfrauenmodell war hochgradig institutionell gestützt. Bis in die 50er Jahre hinein waren Frauen nicht voll rechtsfähig. In unseren Ländern, also das heißt, sie unterstanden partiell, was Erwerbsarbeit und Geldverfügung ankommt, in einzelnen Punkten den Ehemännern. Wir haben erst seit den 70er Jahren eine durchgesetzte formalrechtliche Gleichstellung. Diese Regime, also das Wohlfahrtsstaatsregime, baute auf einem bestimmten Familienmodell und hat auch seine sozialstaatlichen Leistungen entsprechend konzipiert. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute adressiert der Wohlfahrtsstaat die einzelnen Menschen, nicht mehr in gleicher Weise die Familie. Und Erwerbsarbeit unter heutigen prekären Beschäftigungsbedingungen, auch für Männer, nicht nur für Frauen, gibt nicht mehr die Substanz her, dass ich darauf ein Familienernährereinkommen beziehen kann. Also wenn man so will, es geht mir gar nicht bei der Aussage darum, was ist das Wünschenswerte oder nicht Wünschenswerte. Also aus feministischer Perspektive sind diese Rückschritte nicht wünschenswert, ist aber auch die Prekarisierung nicht wünschenswert, beides nicht, sondern es würde nicht mehr greifen. Also Männer bedauern, das ist mittlerweile ein durchgängiger empirischer Befund, bedauern teilweise diese nicht mehr die Möglichkeit zu haben, überhaupt Familienernährer zu sein. Also dieses, es geht nicht mehr, wenn dieses Einkommen aus prekärer Beschäftigung nicht geschlagen werden kann. Vielleicht kann ich das auch noch mal ergänzen. Hören Sie mich? Ja. Weil ich denke, einerseits ist ja völlig richtig zu konstatieren, dass auch bei der Sorgearbeit, dass die Arbeit unter Frauen verteilt bleibt. Und gleichzeitig muss man konstatieren, und das hat dann eben sozusagen auch mit den Prozessen der Prekarisierung zu tun, dass diese Sorgearbeit sich dennoch radikal ändert. Also sozusagen trotz gleicher Verteilung unter den Frauen ändert sich das, weil, wie Brigitte Aulenbacher auch gesagt haben,
es gibt kein Familieneinkommen mehr, es gibt kein gesellschaftliches Format mehr, das sagt, es gibt einen männlichen Versorger und eine weibliche sozusagen Pflegerin, Familienerhalterin, die dieses Sorgeformat hat, sondern es gibt die Individuen, die sich auf dem Arbeitsmarkt sozusagen bewähren müssen als Erwachsene, Adult Worker, also als Erwachsene, die zur Arbeit verpflichtet sind. Und die Frage, wie dann Sorge umverteilt wird, die ist jetzt, die weist erstmal über den nationalen Rahmen, über den nationalen Rahmen hinaus, weil es eben nicht mehr im Familienmodell liegt, sondern weil es jetzt, und Ali Hochschild, Birgit Riegraf hat es schon angedeutet, spricht von globalen Care-Ketten, also Ketten, die sich wirklich sozusagen international, global organisieren. Und sie sagt, diese dabei ist Care, also die Sorgearbeit ist das neue Gold. Also es ist sozusagen, was im Kolonialismus sozusagen die Ware, das Gold sozusagen gewesen ist oder auch sozusagen die Ausbeutung, die Sklavenausbeutung, ist sozusagen jetzt unter den jetzigen postkolonialen Bedingungen für die Care-Arbeit, die jetzt transnational unter Ländern verhandelt wird. Das ist eine völlig neue Konstellation, als wir sie hatten im Fordismus, wo das sozusagen in den Familienverhältnissen integriert war, in Geschlechterverhältnisse. Deswegen sind sozusagen in reichen Ländern das, was sich an Geschlechterverhältnissen verändert, prekarisiert, entsichert wird, hat gravierende Konsequenzen global, ja, in globalen postkolonialen Konstellationen. Und deswegen ist es einerseits völlig richtig zu sagen, es bleibt bei den Frauen und ist gleichzeitig radikal durchaus anders in der Konstellation. Und kann man auch sagen, dass was bei uns in einem Geschlechterzusammenhang diskutiert wird, wird dann zu einem Ethnizitätszusammenhang, also betrifft das dann in gleichem Maße auch in diesen Ländern Männer und Frauen oder ist es auch vorstellbar, die Pfleger, also die, also ist es dann nicht mehr dieser Geschlechterzusammenhang, der diskutiert wird? Naja, also doch, jein. Also das ist natürlich eine Mischung zwischen Ethnizität und Geschlecht. Also da muss sozusagen genau nochmal hingeguckt werden. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen die Care-Arbeit gemacht wird. Also wir haben, also das Beispiel ist nicht nur das Beispiel des Kindergärtners, das ist vielleicht sogar das weniger attraktive, weil damit die Löhne nicht unbedingt höher werden, aber bestimmte Bereiche im Gesundheitssektor werden professionalisiert. Das heißt, man kann inzwischen im bestimmten Gesundheitssektor ein Studium absolvieren. Dann wird es plötzlich interessant und dann wird sozusagen die Gehälter werden dann höher und dann wird es neu verhandelt. In dem Moment gibt es sogar im Gesundheitssektor, also im Care, in diesem Bereich des Care-Sektors, eine Konkurrenz zwischen Männern und Frauen möglicherweise. Aber das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie die Arbeit gemacht wird. Typischerweise ist es so, wenn sie unbezahlt wird, in den nicht sichtbaren Sektoren wird, dass sie dann eben zwischen Frauen umverteilt wird. Und das gilt auch für diese Länder, also zu gucken, unter welchen Bedingungen wird es dann tatsächlich im globalen Kontext erbracht, die Care-Arbeit. Danke. Ja, gibt es bereits, weil Sie wollten relativ bald dann auch ins Publikum gehen, gibt es bereits Fragen jetzt im Publikum? Sonst würde ich ganz gern auch noch auf einen Teil im Buch eingehen. Es gibt auch ein Interview, das das Thema Ökofeminismus auch mehr, also darüber hinaus, aber doch auch, das ist ein Begriff, der, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und ich bin da auch ein Laie quasi, bei mir kommt vor, Ökofeminismus ist ein Begriff, der eher im englischsprachigen Raum stärker auch Bedeutung hat oder diskutiert wird, als jetzt wirklich im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist, weil ich, aber ich habe das Gefühl, der Diskurs findet da gar nicht bei uns gar nicht so sehr statt. Vielleicht, es ist aber doch ein großes Thema. Vielleicht können Sie kurz auch dazu zum Interview mit Ariel Saleh, einer australischen Wissenschaftlerin, ganz kurz vielleicht etwas sagen. Ja, das wird mich dann jetzt erwischen, weil ich es geführt habe.
Also die Überlegung war, das Thema Ökofeminismus tatsächlich mit aufzunehmen. Also es gibt so eine klassische Unterscheidung innerhalb der Geschlechterforschung zwischen dem liberalen Feminismus, dem sozialistischen Feminismus und dem radikalen Feminismus, der zum Teil gleichgesetzt wird mit Ökofeminismus. Der Ökofeminismus ist auch im deutschsprachigen Raum vertreten, allerdings weitaus weniger als in der internationalen Diskussion. Also es gab im Wissensturm mal eine Veranstaltung mit Claudia von Werlhoff, das war, glaube ich, vor anderthalb Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, das wäre eine der prominentesten deutschsprachigen Ökofeministinnen neben Maria Mies oder Veronika Bernold-Thomsen. Also es ist in der Tat vertreten, aber auch die drei wurden international mehr zur Kenntnis genommen als teilweise in der deutschen Diskussion. Das Interview mit Ariel Saleh haben wir reingenommen, weil daran zwei Sachen interessant sind. Das eine ist, sie vertritt innerhalb des Ökofeminismus eine wesentliche Position als eine Mitbegründerin dieses Stranges, die zwei Dinge zusammenzieht, nämlich die ökologische Diskussion mit der Diskussion um den sozialen Lebenserhalt. Das heißt, für Ariel Saleh wie für viele Ökofeministinnen können wir beispielsweise über Themen wie Arbeit oder Care oder unseren Wohlstand gar nicht anders sprechen als in einer ökologischen Diskussion. Und wir haben das deshalb aufgenommen, weil sie eine der wenigen ist, die zudem aus einer solchen ökofeministischen Position heraus, also die ansetzt bei der Natur, die ansetzt bei dem Erhalt der Natur, die ansetzt bei ökologischen Fragen, ausgehend Kapitalismuskritik betreibt im Sinne einer Wachstumskritik. Also die These von Saleh ist, es kann kein weiteres Wachstum nach bisherigem Maßstab geben. Das kann es weder im globalen Norden noch im globalen Süden geben. Wir müssen auch radikal alle Konzepte von Modernisierung, nachholender Modernisierung und Ähnliches verabschieden. Ein Wachstumspfad, wie er bislang eingeschlagen ist, wird einfach den Ruin der natürlichen Umwelt bedeuten. Das heißt, die Aufforderung von Saleh ist im Prinzip zu sagen, wir brauchen ganz neue Lebensformen, wir müssen über ein ganz neues Verhältnis zur Natur nachdenken, damit überhaupt eine Überlebensperspektive für Gesellschaft geschaffen wird. Das war der Grund, sie aufzunehmen. Sie führt in den Kern von Wachstumskritik hinein. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Frage, ob das eine Diskussion ist, die in der US-amerikanischen Kontext geführt wird. Ja, vielleicht eher, aber wir haben eine lange Tradition auch in Deutschland. Also Werlhoff, der sogenannte Bielefelder Ansatz, der sich genau mit diesen Fragen beschäftigt hat, der dann aber irgendwann in eine Sackgasse gekommen ist, weil sozusagen Natur mit Geschlecht gleichgesetzt worden ist. Und diese Trennung, worauf Saleh so ein Stück weit besteht, zwischen also die Gleichsetzen von Frauen mit Natur, sondern ein anderes Verhältnis zur Natur zu bekommen. Das ist in der deutschen Diskussion nicht ganz so gut gelungen. Aber da gibt es eine lange Tradition. Mhm. Kann es sein, dass es da dann manchmal ein bisschen in die Esoterik abrutscht? Die Gefahr ist groß. Ja. Also aber dagegen verwehrt sich zum Beispiel Saleh ja ganz stark. Also es gab solche Tendenzen tatsächlich, aber sagen wir mal so, das ist dann nicht mehr verbunden gewesen mit der feministischen Wissenschaftskritik, sondern Kapitalismuskritik, sondern das ist dann sozusagen in eine andere Form abgedriftet, abgedriftet jetzt mal so. Ja. Aber das ist nicht ihr Anliegen. Ihr Anliegen ist genau das zu trennen. Mhm. Also neues Naturverhältnis, aber nicht Natur und Frauen gleichzusetzen. Das war immer die Schwierigkeit, aus der Ökofeminismus dann irgendwann versucht hat, rauszukommen. Und da gab es schon Ansätze, die so ein bisschen in die Tendenz gegangen sind. Mhm. Bitte, es gibt eins, die Dame, das genau, und dann dahinter. Ja, also es wurde ja am Anfang schon angesprochen, und zwar welche Visionen auch in der feministischen Kapitalismuskritik entworfen werden. Und wie Brigitte Auenbacher am Anfang gesagt hat, haben wir ja hier auch schon drei unterschiedliche Positionen oder wahrscheinlich Blickwinkel sitzen. Und da würde mich interessieren, also über die Kritik haben wir jetzt was gehört, was sind denn diese Visionen oder was gibt es für Ansätze an Visionen, wie man das verändern könnte? Darf ich gleich noch den zweiten, den Herrn dazu nehmen? Also mir fällt die Antwort vorher.
Bitte? Also jetzt erst darauf antworten. Und okay. Ah, okay. Gut. Ja, soll ich mal anfangen? Ja. Okay. Also ich denke, also die Frage, die Sie gestellt haben, reicht so ein bisschen in die Aufstellung auch des Buches insgesamt, weil ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Antworten darauf haben, wenn, ja, also Antworten, wenn Antworten heißen soll, dass es irgendwie um konkrete Visionen geht. Wir haben zumindest unterschiedliche Herangehensweise. Ich werde mal beide sagen und dann, denke ich mal, werden Brigitte Aulenbacher und Birgit Riegraf einsteigen. Also das, was ich in dem Buch selbst sehr stark gemacht habe, ist, dass Kapitalismuskritik aus meiner Sicht und das leitet über in die Frage der Vision, nicht nur eine theoretische oder eine epistemologische, also erkenntnistheoretische Perspektive haben sollte, sondern auch eine methodologische und praktische. Also die Frage, die sich stellt nach Visionen sozusagen über den Kapitalismus hinaus, würde sich für mich verbinden mit der Frage, was machen Menschen unter den Bedingungen von unter kapitalistischen Finanzmarktkapitalistischen, globalkapitalistischen Bedingungen, ausgehend davon zu sagen, sie sind nicht einfach Ausführende der Strukturen, der Herrschaftsstrukturen, sondern in alltäglichen Praktiken, da wo die gelebt werden, angeeignet, aber auch umgedeutet werden, da passieren sozusagen fluide neue Konstellationen. Also um es an einem Beispiel zu machen, und das sind nicht unbedingt frei gewählte Konstellationen, das ist sozusagen, sind auch Praktiken, mit Michel Desarteau kann man sagen, auf fremdem Terrain, also auf einem Terrain, was nicht freundlich, was jetzt nicht sozusagen im Sinne von Überwindung des Kapitalismus ist, aber es gibt Möglichkeiten in der Praxis sozusagen Veränderungen beizuführen. Ein Beispiel dafür sind Konstellationen, in denen sich Arbeitsteilungen, die sozusagen traditionell Gegensätze beinhalten zwischen Frauen und Männern, Zuschreibungen zum Beispiel von Sorgearbeiten, bei Frauen, die sich in Konstellationen, wo Frauen zum Beispiel Familienernährerinnen werden, sozusagen unfreiwillig das machen, und männliche Positionen sozusagen prekär werden, die Situation des Familienernährers selbst prekär wird, also nicht mehr ausgefüllt werden kann, dass zu praktischen Infragestellungen von Männlichkeitsbildern und von Weiblichkeitsbildern führt. Also sozusagen keine komfortable Vision, aber eine praktische Situation, in der bestimmte Zuschreibungen, bestimmte Einengungen überschritten werden. Und mein Plädoyer wäre, oder das, was ich unter anderem stark machen würde, ist genau diese Konstellation, wo im Gegebenen und sozusagen in dem Terrain des Kapitalismus Situationen entstehen, Praktiken entstehen, die darüber hinaus weisen, die sozusagen über diese Zuschreibung in Geschlechterfragen, aber auch in anderen Fragen hinausschreien. Und das wäre sozusagen aus meiner Sicht eine praxiologische Perspektive, Kritikperspektive, die Visionen auch eröffnen könnte. Soll ich mal weitermachen? Okay. Also eine klare Vision, das ist das, also sozusagen im Sinne von einem schönen Gesellschaftsmodell wäre wunderbar, wird aber nicht funktionieren. Also meine Perspektive mit Frage von Gerechtigkeit wäre immer die Frage, das in globaler Perspektive zu diskutieren. Und zwar sowohl in der ökonomischen Perspektive, also wenn man über Kapitalismuskritik spricht, kann man das nicht mehr machen, ohne über den Nationalstaat rauszugehen. Was ist eine gerechte Gesellschaft? Das ist dann sehr stark mit der Frage verbunden, was für eine Gesellschaft stelle ich mich vor? Die lässt sich nicht mehr im nationalstaatlichen Rahmen stellen, sondern ist, also wir haben das eben auch in Bezug auf Care gehört, ist nur noch im internationalen Rahmen zu stellen. Also, und da ist es sowohl auf der ökonomischen Ebene, ich meine, wir erleben das gerade in der Flüchtlingsfrage, sowohl auf einer ökonomischen als auch auf einer politischen Ebene, und das ist sehr stark miteinander verwoben. So allgemein. Ja, und da ich in diesem Buch diejenige bin, die die Strukturen im Wesentlichen im Blick hat, die der Kapitalismus mit sich führt,
vielleicht aus dieser Perspektive nochmal der Punkt, wenn ich es ganz zugespitzt formulieren will, was wäre das Ziel einer feministischen Kapitalismuskritik unter den gegenwärtigen wirtschaftsliberalen Vorzeichen, dann wäre es, glaube ich, diese Vorstellung der Märkte oder des Marktes als Sachzwang, die uns den Takt vorgeben, ein Stück weit zu dekonstruieren. Wir haben momentan eine Diskussion, in der sozusagen alles und jedes zurückgeführt wird auf die Märkte, die dies und jenes verantworten, dies und jenes evozieren und dies und jenes in unserem Leben nahezu unbeeinflussbar machen. Stattdessen wäre für mich der Punkt zu sagen, wie kommt es denn zu dieser Vorherrschaft der Märkte? Was sind denn diese Märkte überhaupt, mit denen wir uns permanent zu befassen haben? Und wie kann man sozusagen dem etwas entgegensetzen? Was würde ich entgegensetzen? Ein sehr altes Motiv, das auch keineswegs ein nur feministisches ist, hat viel längere Tradition. Ich würde ihm entgegensetzen, das gute Leben. Also das wäre die Zielsetzung, das gute Leben für alle. Und damit fängt allerdings die Problematik erst an. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, uns das vorzustellen, vorstellt, was gutes Leben global heißt. Und ich glaube, wir müssen das global denken. Und das sehen wir jetzt an diesen Fluchtmigrationen, mit denen wir es gerade zu tun haben. Da geht es um ein nicht mehr erträgliches Leben und es geht um Suche nach einem guten oder zumindest besseren Leben. Das heißt, diese Frage des guten Lebens ist eine globale Frage. So, und wenn wir sie global stellen, dann glaube ich, sind wir an einem Kern von Diskussionen, die wir führen müssen. Es wird sich nicht auf unserem Lebensstandard realisieren lassen. Da muss man sehr nüchtern drüber nachdenken. Es wird nicht im bisherigen Wachstumsmodell gehen. Was passiert, wenn ein Wachstumsmodell unserer Prägung rasant nachgeholt wird, kann man in China zurzeit sich gut angucken, von der ökologischen Dimension her und von einigen anderen Dimensionen. Wir werden eine Diskussion darüber brauchen, wer was benötigt, um gut leben zu können, wer was leisten kann, wer was leisten soll. Und diese Diskussion wird nicht einfach sein, weil sie in einem ganz unerlässlichen, einem globalen Maßstab ist. Also wenn man so will, wäre meine Position das Entmythologisieren des Kapitalismus, also weg von diesem Mythos Markt, Markt als Sachzwang hin zu einer Diskussion, was diese Gesellschaft wirklich braucht und will und sich leisten kann, um ihre Existenz auf Dauer zu stellen. Wir nehmen uns das als Schlusswort auf, vielleicht können Sie es dann nochmal sagen. Entschuldigung. Diese globalen Ansätze, sind die in irgendeiner Art und Weise spürbar, wenn man denkt an eine EU-weite Politik zumindest? Globale Ansätze in Bezug auf was? In Bezug auf die Visionen, die Sie jetzt gerade noch mal erläutert haben, dass es eben in einem globalen Zusammenhang gesehen und betrachtet werden muss. Das heißt, es gibt ein Bewusstsein auch darüber, gerade was auch die Flüchtlingsthematik betrifft oder auch was Care-Work betrifft, dass das eben auf einer nicht-nationalstaatlichen Ebene gelöst oder nicht einmal behandelt werden kann. Also wir erleben das ja gerade in der Flüchtlingsfrage, in der Care-Frage, na gut, also da wäre ich etwas zurückhaltender, die ist sozusagen in gewisser Weise, nein, aber was wir in der Flüchtlingsfrage im Moment tatsächlich sehen, jedenfalls was die EU angeht, aber auch was darüber hinaus angeht, ist zu sagen, das lässt sich nicht mehr im nationalstaatlichen Rahmen lösen. Und zwar sowohl ökonomisch lässt sich das nicht mehr, als auch politisch nicht mehr im nationalstaatlichen Rahmen lösen. Wir haben noch nicht die richtigen Institutionen dafür. Also wenn man das auf einer politischen Ebene, supranationale Institutionen, okay, das ist die EU, so richtig funktioniert sie im Moment nicht, das sehen wir ja. Also da gibt es sozusagen Bestrebungen im Moment ganz stark zu gucken, wie man jetzt so wird es jedenfalls in der politischen Diskussion geführt, entweder als EU-Konglomerat auseinanderfällt oder man findet einen Weg zusammenzukommen. Aber was man weiß im Moment oder wo wir sozusagen im Moment an die Grenzen kommen, in dieser Form, wie wir es bisher gemacht haben, können wir die Schwierigkeiten die Entwicklungen, die wir jetzt erleben, nicht mehr auf nationaler Ebene lösen. Das lässt sich auch im ökonomischen Rahmen sehen. Die Care-Frage ist diesbezüglich, sagen wir mal, eher noch so im Dunkeln verhandelt und noch nicht so richtig, sie ist nicht so sichtbar, wie wir sie jetzt in der Frage der Migration sichtbar haben. Also da können wir nicht mehr drum rum. Sie sind sozusagen sichtbar im Sinne von auch politisch sichtbar, auch in unserem Alltag,
wirklich in massivster Weise sichtbar, während die Sorgearbeit sich noch weitgehend im Unsichtbaren bewegt, aber natürlich auch auf einer internationalen Ebene. Und da auch sich national nicht mehr organisieren lässt. Bitte, es gibt da und da. Ja, ich schließe mich der Frau Auenbacher an, die in ihren Ausführungen über Gerechtigkeit die Frage der Gleichheit akzentuiert hat. Ich glaube, dass in allen wesentlichen Konzepten von Gerechtigkeit die Gleichheit eine Schlüsselrolle spielt. Jetzt möchte ich dazu zwei Punkte ansprechen. Wenn die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ist innerhalb von Europa in außerordentlichem Maße ungleich. Das größte Verdienstgefälle, ich beziehe mich auf die Zahlen von 2013, besteht in Estland mit 30, in Österreich mit 23 am zweiten Platz und in Slowenien 2,5. Die Werte differieren extrem und es würde mich jetzt interessieren, kann man das erklären aus kulturellen, politischen Faktoren oder sind das unterschiedliche Entwicklungsformen des Kapitalismus? Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Modifikation der Ungleichheit am kapitalistischen Markt durch den Sozialstaat. Wolfgang Streeck vertritt die Ansicht, dass die unterschiedlichen Kapitalismen, Schweden und USA, im Wesentlichen doch gleich sind. Ich neige dazu, dass das nicht stimmt, weil das Ausmaß, in dem durch Sozialstaaten Umverteilung erfolgt, doch sehr verschieden ist, ob ein Staat 30% des Bruttoinlandsprodukts oder 15% ausgibt, um Marktverhältnisse zu korrigieren, ist meines Erachtens ein wesentlicher Unterschied. Und ich möchte Sie bitten, dazu Stellung zu nehmen. Wollen Sie sammeln? Nein, ich glaube, das waren auch wieder zwei sehr komplexe Themenstellungen. Das sollten wir vielleicht gleich machen. Danke. Ja, also ich könnte zu den beiden Punkten eigentlich Folgendes beitragen. Sie haben vollkommen recht, die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern europaweit ist eklatant unterschiedlich. Und sie ist nicht nur im Ausmaß unterschiedlich, sondern auch in den Formen unterschiedlich. Das Ausmaß können Sie zum Teil sozial, kulturell, politisch erklären. Beispielsweise haben Sie in Schweden ein relativ geringes Ungleichheitsgefälle gegenüber anderen Ländern. Das lässt sich nachweislich darauf zurückführen, dass Schweden zu Zeitpunkten, als andere Länder über Migration Arbeitskräfte gezogen haben, ganz frühzeitig den Weg beschritten hat, familiale Leistungen durch öffentliche Dienstleistungen zu ersetzen, wenig über Migration Arbeitskräfte nach Schweden reinzuholen oder stattdessen eine hohe Frauenerwerbsbeteiligung zu fördern. Nach ähnlichem Muster, nur aus politisch natürlich vollkommen anderen Gründen, haben die vormaligen staatssozialistischen Gesellschaften das teilweise organisiert, nicht alle Teile. Und sie haben in diesen Ländern geringere Ungleichheitsgefälle zwischen den Geschlechtern, als sie sie beispielsweise in Wohlfahrtsstaatssystemen haben wie Deutschland, Österreich, Schweiz, in Abweichungen auch Italien, Spanien und nochmal eine Abweichung Frankreich, die ganz stark bei Sorgeleistungen von Beginn an auf familiale Leistungen gesetzt haben und auf unentgeltliche Frauenarbeitskraft gesetzt haben, verbunden eben mit erheblichen Ungleichheiten im Erwerbssystem. Also man kann tatsächlich diese Gefälle europaweit feststellen. Das ist das eine. Es gibt aber etwas Zweites, nicht nur die gewachsene Geschichte, sondern es gibt auch eine neue Geschichte, die mit den Austeritätspolitiken einsetzt und die für Griechenland in einem ganz extremen Fall, aber auch für Italien und Spanien gilt. Wir haben in einer anderen Konstellation mal ein bisschen zusammengestellt, was an Sorgeregimeveränderung sich da zeigt, also einerseits in einem Zeitschriftenband, andererseits in einem Artikel. Zeitschriftenband war Birgit Riegraf auch mitbeteiligt, an dem Artikel Fabienne Dessieux, die hier auch ist, wo wir festgestellt haben, dass sich da Arbeitsteilungen sehr radikal verändern. Für diesen südeuropäischen Raum
lässt sich nachweisen, dass Austeritätspolitiken umgesetzt werden in eine höhere Rückkehr von Frauen in den unentgeltlichen Arbeitsbereich, wieder in die Familie, die sozusagen abfedern, was an Leistungen jetzt nicht mehr gebraucht wird. Also da haben wir neue Formen von Ungleichheit, die jetzt unmittelbar im Kontext von Austeritätspolitiken entstehen. Was das Beispiel USA-Schweden angeht, Gleichheit der Kapitalismen, bin ich bei Ihnen. Ich sehe da auch einen erheblichen Unterschied. Der Wolfgang Streeck macht das aus meiner Sicht an Effekten fest. Das kann man am Effekt festmachen, aber der Effekt hat unterschiedliche Ursachen. Er macht es über die Arbeitsmarktgleichheit fest. Und in der Tat ist das US-amerikanische System oder auch das britische System mit ganz anderen Karrieremustern, wenn man das so nennen will, also der Begriff Career trifft es da nicht oder der Begriff Job, mit anderen Berufsmustern versehen, die in der Tat für Frauen relativ schnelle Aufstiege ermöglichen, die aber nicht ein vergleichsweises berufliche Anerkennung haben, wie das in Schweden über ein klassisches Berufsbild erfolgt. Also im Effekt haben wir Ähnlichkeiten. Die Ursachen sind aber ganz andere. Also das schwedische Modell ist viel verstetigter. Wenn Sie das sich anschauen, beispielsweise der Altenpflegebereich in Schweden, ist einer der bestbezahlten in ganz Europa. Der Bereich in den USA mit einem ganz anderen Verständnis ist einer der absolut prekären Sektoren. Also da könnten Sie Gegenbeispiele finden. Also es sind erhebliche Unterschiede, wenn auch im Effekt teilweise ähnlich. Es gab noch eine zweite Frage daran anschließend, glaube ich. Nein, ich glaube der Herr. Okay, passt. Entschuldige. Harald, der Herr, genau, danke. Ich habe Ich hätte zwei Fragen. Eine ganz praktische Frage bezüglich der Aufwertung von bezahlter Care-Arbeit. Auch im Hinblick darauf, dass vermehrt Männer angeworben werden in den Bereich der Kinderbetreuung oder Kindergärten tätig zu sein oder als Sozialarbeiter. Jetzt hat es da in Deutschland dieses Jahr einen Riesenstreik gegeben. Die Gewerkschaft hat sehr viel gefordert von öffentlichen Geldgebern, von öffentlichen Arbeitgebern. Es ist nicht gelungen, diese Arbeit in einem bemerkenswerten Weise aufzuwerten, ganz normal monetär. Und für diese hauptsächlich Frauen, die nach wie vor in diesen Bereichen arbeiten, für eine Erzieherin ist es kaum möglich, allein erziehend zu überleben mit einem Erzieherinnengehalt. Was kann, in 5 Jahren gibt es diese Tarifrunde wieder. Was kann eine feministische Kapitalismuskritik dazu beitragen, dass diese Tarifrunde in 5 Jahren ganz anders ausgeht? Das wäre meine praktische Frage. Und meine begriffliche, ich wundere mich, dass der Begriff Ausbeutung nicht vorkommt. Und an manchen Stellen hatte ich den Eindruck, der Begriff der Prekarität und vor allem der verteilten Prekarität kommt mir vor, ersetzt fast den Begriff der Ausbeutung, wo es um die zugespitzte Bewertung von vielleicht binären Verhältnissen geht. Kommt mir das nur so vor oder habe ich da irgendwas missverstanden? Soll ich mal auf diese erste Frage? Okay, also der Zusammenhang, ich meine, das ist schlicht und einfach der Grund, weshalb ich prophezeie, dass es auch ganz schwer wird, Männer in den Erziehungsberuf reinzubekommen. Warum? Also das ist so ungefähr, wenn wir diese Boys Days machen und die Jungs gucken sich das an in der Hoffnung, dass sie irgendwann Erzieher, Erzieherin werden, sich dann alle wundern, wieso gehen die nicht in den Erzieherbereich rein oder wenn, dann bleiben sie nur kurz drin, weil die Bezahlung einfach so schlecht ist und weil sie andere potenzielle
finanziell andere Möglichkeiten haben. Also wenn man den Arbeitsmarkt anguckt, der ist hochgradig segregiert. Frauen stehen in etwa 12 Berufe zur Verfügung als die sogenannten Frauen, typischen Frauenberufen. Die Jungs haben viel größeres Spektrum an Wahlmöglichkeiten. Also warum sollten sie sich ausgerechnet den schlecht bezahlten Beruf antun, wo es kaum möglich ist, alleinstehend sich selbst und geschweige denn eine Familie zu ernähren. Genau, und jetzt kommt der nächste Schritt, also der Zusammenhang zwischen Aufwertung und Abwertung. Also der nächste Schritt ist die Frage, wie kann man politisch stützen? Das ist ja, darum geht es. Ich glaube, so kann man ein Stück weit anknüpfen an das, was Brigitte vorher sagte, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, wie will man eigentlich leben in einer Gesellschaft? Was hält man für wichtige Arbeit? Egal, was sie uns kostet, aber wofür ist Gesellschaft, was ist ein gutes Leben innerhalb einer Gesellschaft? Was halten wir für gerecht und was halten wir für eine notwendige gesellschaftliche Arbeit, die auch hochprofessionalisiert wird, aber möglicherweise was kostet? Und darüber einen Diskurs zu führen und dann raus aus dem Zachzwang-Argument, wir können uns das nicht leisten, sondern ja, wir müssen uns das leisten können, weil das eine gesellschaftlich notwendige und wichtige Arbeit ist und der wollen wir auch festhalten, egal wie viel sie kostet. Und zwar festhalten auch in einem professionalisierten Sinne. Also ich meine, wenn man sich die Erzieherinnen anguckt, die arbeiten, das ist ja hochgradig schwere Arbeit, mit einer teilweise 3-Jahres-Ausbildung oder mehr. Also zu sagen, man kann das noch weiter professionalisieren. Das wäre der Diskurs, der zu führen ist. Was wollen wir, wie wollen wir das in diesem Bereich als Gesamtgesellschaft, was ist es uns wert? Und wie viel sind wir bereit, da zu investieren? Das könnte sie schon beitragen, glaube ich. Ja, vielleicht daran anknüpfend. Ich glaube, dass es in der Tat eine schwierige Frage ist, die Kämpfe um die bessere Vergütung und Qualifizierung von Sorgearbeit, ich sage mal, pragmatisch zu sehen. Weil ich glaube, und die Precarias a la Deriva, also die Madrider Feministin, die auch dieses Thema Sorgearbeit bearbeitet haben, die haben daran eine sehr grundsätzliche Debatte aufgemacht, die auch was zu tun hat mit der Frage des guten Lebens, indem sie gesagt haben, worum es bei Sorgearbeit geht, nämlich um die Anerkennung einer grundsätzlichen Prekarität im Sinne von Precariousness, von Angewiesenheit, von Abhängigkeit, von Leben, von menschlichem Leben, geht nicht auf in der kapitalistischen Logik der Erwerbsarbeit und des Verwertens von Arbeit. Und deswegen haben die gesagt, die Sorgearbeit ist im Grunde genommen markiert einen doppelten Ort. Es ist einerseits ein Ort, also Sorgearbeit als qualifizierte, marktvermittelte Arbeit, die einer kapitalistischen Logik, der Logik der Märkte folgt, ist eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist aber, dass Sorgearbeit als Anerkennung von grundsätzlicher Abhängigkeit über marktvermittelte Arbeit gar nicht geregelt werden kann, weil die Sorgearbeit über die Marktvermittlung hinausgeht. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Frage des guten Lebens und die Frage auch der Sorgearbeit, und da würde ich Brigitte Auenbacher eben beipflichten, sozusagen auch eine Frage ist, dass man die Bewertung von Arbeit und auch von Sorgearbeit allein über Markt, ja, dass es die nicht sein kann, sondern dass es genauso, jetzt versuche ich sie zu sehen, dass es genauso zu sagen, die Frage ist, dass bestimmte Arbeiten in kapitalistischen Verhältnissen gar nicht adäquat anerkannt und sichtbar gemacht werden können. Also das heißt, Sorgearbeit muss eine doppelte Strategie haben, von einerseits sozusagen besserer Vergütung und besserer Qualifizierung, aber sie unterliegt nicht allein der marktvermittelten Arbeit, sondern weiß darüber hinaus und müsste gleichzeitig sozusagen ein Ort sein, grundsätzlicher Kapitalismuskritik zu sagen, wenn es um gutes Leben geht, um gute gehaltene Sorge, dann ist das ein Leben, dann sind das Gesellschaften, die nicht in kapitalistischen Logiken, in Marktlogiken zu haben sind. Das wäre meine Antwort auf Ihre Frage, dass es einer grundsätzlicheren feministischen Kritik bedürfte, die über die Frage sozusagen der höheren
Vergütung oder höheren Qualifizierung, die ich damit nicht klein machen will. Also ich will sie nicht klein machen, aber ich denke, es müsste eine Doppelstrategie geben, wo man sagen kann, es geht ja auch nicht allein darum, zu sagen, wie kann ich Sorgearbeit sozusagen effektiv über den Markt gestalten, sondern wie kann ich zum Beispiel Sorgetätigkeiten anerkennen, vielleicht auch jenseits der Erwerbsarbeit, gerade jenseits der Erwerbsarbeit und jenseits von Marktlogik. Und das ist vielleicht nochmal eine Frage, die dazu führt, zu dem, was Sie gesagt haben, ist das nicht eine fragwürdige Geschichte oder Sie sehen über den Prekaritätsbegriff sozusagen, dass der Prekaritätsbegriff, die Frage der Ausbeutung als sozusagen auch einer vielleicht eher binären Konstellation, dass der Prekaritätsbegriff das ersetzt. Ich glaube, was an dem Prekaritätsbegriff wichtig ist, ist, dass ein bestimmter Modus gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, aber auch von Möglichkeiten, beides gleichermaßen über den Modus der Prekarisierung in den Blick kommt. Nämlich, dass man sagen kann, Prekarisierung, also das Heikelwerden, das Unsicherwerden heißt, dass auch Herrschaftskonstellationen unsicher werden. Also Prekarität heißt einerseits politisch produzierte Ungleichheiten, Unsicherheiten, aber es heißt zum Beispiel auch, dass fordistische Geschlechterverhältnisse männlicher Familienernährer, weibliche Familienerhalterinnen beispielsweise, dass diese Konstellation selbst auch unsicher werden. Das heißt, gesellschaftliche Entwicklung verändern sich über den Modus von Entsicherung. Ja? Und das ist das, was mit Prekarisierung in den Blick kommt. Und das ist ein anderer Akzent als sozusagen geregelte, vielleicht klar strukturierte Ausbeutungsverhältnisse. Und die Frage wäre dann unter jetzigen Gegebenheiten, was machen diese Entsicherungsprozesse? Wo muss man sichern? Wo muss man vielleicht sozusagen Ungleichheiten austarieren und wo eröffnen aber auch diese Entsicherung bezogen auf Geschlechterverhältnisse, bezogen zum Beispiel darauf eine Entsicherung, die sagt, es ist völlig illusorisch zu meinen, jetzt sozusagen Zäune hochziehen zu können, um zu sagen, ich sichere einen Nationalstaat gegen andere. Ja, ich mache eine gesicherte Wir-Gruppe und eine sozusagen eine Gruppe, die ich außen halten kann. Dieser Prekarisierung als Modus der Entsicherung sagt zum Beispiel auch, nationalstaatliche Regelung kann es so nicht geben. Also insofern ist Prekarisierung aus meiner Sicht ein weiterer Begriff, der einerseits Ungleichheiten, Ausbeutungsverhältnisse beschreibt, aber auf der anderen Seite auch ein Modus, der gerade die Entsicherung von bisherigen Regulierungen, eben auch Herrschaftsregulierung meint. Also. Ja, guten Abend. Die erste Frage der Kollegin, was für einen Gegenentwurf sehen Sie zum Kapitalismus, haben Sie in der Weise beantwortet, da fiel mir Goethe ein, wie er seinen Faust zu Mephistopheles sagen lässt, ich sehe nun, du kannst im Großen nichts bewirken und fängst es nun im Kleinen an. Das heißt also, einen richtigen Gegenentwurf, wie es die Herren Marx und Engels gemacht haben und die eine große Frau ihr Leben gegeben hat, Rosa Luxemburg, den sehen Sie nicht. Was auch logisch ist, und sagen, naja, man muss das im Kleinen ansehen, Punkt für Punkt, Sie haben drei Punkte herausgegriffen, gesagt, da müssen wir uns ansetzen, aber so richtig ein revolutionäres Modell zum neoliberalen Kapitalismus, der ja seit dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems, also der sozialistischen Staaten, stattgefunden hat, ist also nicht in Sicht. Mhm. Frau Professor Aulenbacher, ging es denn in Ihrem Buch um einen Gegenentwurf zum Neoliberalismus? Es geht in dem Buch nicht um einen Gegenentwurf zum Neoliberalismus, das war nicht Ziel des Buches, aber die Frage würde ich gerne aufgreifen. So sehen wir sozusagen nur kleinteilige Gegenentwürfe. Das ist natürlich einerseits ein Stück weit die Frage, wo setzt man an?
Also setze ich praktisch dort an, wo Menschen momentan Kapitalismus leben, wie Susanne Völker das vertritt, dann bin ich tatsächlich bei der Praxis und dann bin ich bei dem, was machbar ist, was im Kleinen machbar ist. Wobei das Kleine dann möglicherweise erhebliche Wellen schlägt und groß werden kann. Also das wäre sozusagen so eine Form wie die Precarias a la Deriva, die sie auch als Beispiel hat. Setzt man so an, wie ich ansetze, bei den gesellschaftlichen Strukturen, ist man sehr schnell beim Großentwurf und nicht beim Kleinentwurf. Das hakt dann an anderen Stellen. Der Großentwurf als gedanklicher Entwurf ist nämlich keineswegs hinreichend. Also diese Diskussion aus der Care-Debatte heraus, diese Umwertung praktisch der Gesellschaft, also der Ansatz daran, was ist gesellschaftlich notwendig, welche Formen von Arbeitsteilung sind dann erforderlich, was ist ein neuer Begriff von Wachstum, das sind die großen Entwürfe. Das Problem ist, dass die großen Entwürfe ganz oft eben dann die Widersprüche nach sich ziehen, wenn man versucht, sie umzusetzen. Ich bringe ein Beispiel. Dass es mit der bisherigen Wachstumslogik nicht weitergehen kann, sieht man einfach an den ökologischen Konsequenzen. Also wenn ein bisheriges Wachstumsmodell, Fortschritts- und Wachstumsmodell beibehalten wird, wie wir es jetzt haben, werden wir solche Effekte haben wie Klimawandel. Wir werden diese Effekte nicht ohne weiteres mit kapitalistischen Mitteln bearbeiten können. Also Klimawandel kapitalistisch bearbeitet, geht in Grenzen, wird sich aber insgesamt nicht aufgehen. So, wir brauchen also einen, wenn man so will, auf der Ebene der Großentwürfe, eine ganz neue Diskussion darum, und die wird ja auch geführt, brauchen wir, geht Kapitalismus ohne Wachstum? Die Antwort darauf ist relativ einfach, nein, das wird nicht ohne weiteres gehen. Bleibt die Variante 2, wenn Kapitalismus nicht ohne Wachstum ist, kommen wir zur Frage, was für ein Wachstum brauchen wir denn? Und dann sehen wir in Bereiche, die auch nicht ohne Wachstum gehen werden. Also wenn ich das komplett, diese ganze Bereiche der Sorgeverantwortung umorganisieren will, dass in dieser Gesellschaft in hoher öffentlicher Verantwortung und in einem Lebensstandard, der es allen Menschen möglich macht, angemessen hier drin zu leben. Wenn ich Sorgearbeit so umorganisieren will, bin ich bei einem ganz anderen Gesellschaftsmodell und auch bei einem anderen Wachstumsmodell. Ich komme aber um die unbequeme Frage, geht es denn ohne Wachstum, mit welchem Wachstum nicht drumherum? Das heißt, die großen Entwürfe haben andere Nachteile. Ich kann mir jetzt die Version, also eine Vision eines alternativen Sorgemodells ausdenken. In der feministischen Kapitalismuskritik gibt es einige solcher Visionen. Das Problem ist, sobald ich anfange, die umzusetzen, komme ich noch an den Punkt der Herrschaftskritik und komme an das, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und ich nehme jetzt ein Beispiel auf, das eben genannt worden ist, wenn ich mir eine ganz andere Bewertung der Kinderbetreuungsarbeit anschaue beispielsweise. Also wir müssen in ganz anderer Weise Kinderbetreuung leisten, als das jetzt der Fall ist. Bin ich nicht alleine im Feld? Da ist die Weltbank schon lange mit ihren Angeboten von Childcare im Sinne einer Social Investment Politik, also sozusagen eine Aufwertung bestimmter Formen der Kinderbetreuung, die Mittelschichten adressiert in ganz bestimmter Weise, in der es um Humankapital letztlich geht und nicht um angemessene Kinderbetreuung für alle. Das heißt, ich bin nicht alleine im Feld, um Visionen wird gestritten, um Visionen wird gehandelt. Und wenn ich das als große Vision denke, werde ich immer wieder über Strukturen dieser Gesellschaft sprechen müssen, anders wird es nicht gehen. Also das wäre das gegenläufige Prinzip zu diesem Ansetzen im Kleinen als Perspektive, Visionen zu entfalten, dann aber auch entsprechende Antworten über Machbarkeit geben zu müssen. Und dann bin ich auf einer mittleren Ebene, welches Wachstum möchte ich? Wo soll investiert werden? Was soll über diese Investition erreicht werden? Und so weiter und so fort. Also ich würde es nicht so scharf aufmachen mit nur klein oder nur groß, sondern würde sagen, es sind zwei Perspektiven, die diverse Schwierigkeiten in sich tragen. Oder ja, vielleicht auch noch. Also ich finde diese Frage zwischen sozusagen klein, nur auf der Mikroebene oder groß, auch eine, wie soll ich sagen, also ich sage es jetzt mal etwas uncharmant, eine falsch gestellte Frage, weil der Punkt ist, dass
das, was zum Beispiel im Kleinen verhandelt wird, die Frage zum Beispiel, dass Erzieherinnen oder Pflegearbeit, Pflegekräfte in Krankenhäusern und so weiter, dass das nicht angemessen, sozusagen auf der Mikroebene nicht angemessen anerkannt wird, dass die Arbeitsbedingungen katastrophal sind, führen zu Mikropolitiken, zu kleinen Äußerungen, zu alltäglichen Praktiken. Aber diese alltäglichen Praktiken, diese Mikropolitiken sind nicht individuell, sondern sie finden, und das zeigen auch die Streiks, das zeigen auch dann die gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, sie finden immer breiter und immer, wenn Sie so wollen, massenhafter, zahlenmäßiger statt. Das heißt noch nicht, dass damit vollständig eine andere Logik verknüpft ist, aber sie stellen und immer wieder auf die gesellschaftliche Tagesordnung als Ausdruck praktischer, kleiner Auseinandersetzung, wie soll dieses Problem gelöst werden, und stellen dann die Fragen, die großen Fragen, die Brigitte Aulenbacher betont hat. Das heißt, sie haben was miteinander zu tun. Die Precarias à la Deriva sprechen von Mikropolitiken, ja, die, wenn ich mich mich frage sozusagen, wie die meine Sorgearbeit eingebunden sind, große Fragen nach globalen Zusammenhängen ganz alltagspraktisch stellt. Dabei muss man nicht stehen bleiben, aber sie sind auch nicht getrennt. Meine Sorgearbeit ist nicht getrennt sozusagen von einem globalen, internationalen Zusammenhang. Und deswegen finde ich die Gegenüberstellung von Mikro- und Makro, großen Fragen und kleinen Praktiken, da wenig hilfreich, sondern massenhafte, breite, kleine Praktiken können große Fragen auch anders nochmal aktualisieren und befördern. Ja? Bitte. Ja. Besteht da nicht die Gefahr, wenn jetzt aus einem sogenannten Liebesdienst, der unentgeltlich war, den man freiwillig gemacht hat, jetzt dieser Dienst auf den Markt geworfen wird, wo das Kapital wieder verdienen kann damit, und das kommt dann so weit, dass ich sage, ich kann mir jetzt Kindererziehung nicht mehr leisten, das muss ich ja bezahlen. Hm. Also ja. Wird es keine Kinder mehr geben. Ist ja auch so. Ist ja auch so. In Deutschland das ist Deutschland, ja. Österreich und Italien hat die geringste Kinderquote weltweit. Naja, aber ich glaube, die Frage, die noch dahinter sitzt, ist noch grundsätzlicher, nämlich was wollen wir über den Markt regulieren, was soll nicht über den Markt reguliert werden. Ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden. Das eine ist eine Kritik daran, dass Arbeit, die von Frauen geleistet worden ist über Jahrzehnte und Jahrhunderte, nicht bewertet wurde, weil sie als Liebesdienst etikettiert wurde, obwohl sie auch Arbeit war. Also es ist sozusagen das eine, was dahinter sitzt, ist eine Bewertungsfrage. Arbeit sollte auch als Arbeit benannt werden und nicht unter einem anderen Etikett zum Verschwinden gebracht werden. Aber ich glaube, Ihre Frage geht tiefer, nämlich dahin zu sagen, wir müssen uns darüber klar werden, was wir in welcher Form leisten wollen. Was wollen wir als bezahlte Arbeit über den Markt anbieten, in welcher Professionalität? Was wollen wir zivilgesellschaftlich leisten? Was wollen wir über soziale Netzwerke verschiedener Art leisten? Was kann Familie in ihren differenzierten Formen leisten? Was soll sie leisten? Und da sind wir dann bei einer Diskussion, die ich für notwendig halte, und ich halte es für notwendig, sie auch derzeit zu führen, weil ich finde, es ist kein Zufall, dass in Zeiten der Austerität, also wo im öffentlichen Sektor alles Mögliche eingespart wird an Dienstleistungen, wir zeitgleich jetzt plötzlich eine Diskussion über Ehrenamt haben, über die sogenannten Commons haben, also das Gemeinschaftseigentum, über alle möglichen Formen unentgeltlicher Arbeit, die durchaus sehr opportun sind, um diesen austeritätsgebeutelten Staat zu entlasten. Das heißt, für mich wäre es ein Punkt, einerseits die Diskussion zu führen darum, was wollen wir in welchen Formen leisten, was ist das, was angemessenes, gutes Leben ermöglicht, in welchen Formen, und zugleich sehr skeptisch zu sein, wann welche Diskussion aufkommt, um Arbeit
um die Frage, was ist bezahlte Arbeit, was soll unentgeltlich erbracht werden und so weiter. Vielleicht ganz kurz zur Ergänzung. Also es geht nicht darum, jetzt alles, was Sie jetzt eben erwähnt haben, über den Markt zu organisieren, sondern was die feministische Kapitalismuskritik ja immer gesagt hat, zu sagen, nur das, was über den Markt vermittelt wurde, galt als Arbeit und all das andere, eben Hausarbeit, alles Mögliche, eben nicht als gesellschaftlich notwendige Arbeit. Sie war unsichtbar. Es geht erstmal darum zu zeigen, auch das ist gesellschaftlich notwendige Arbeit. Und dann schließt sich anschließend die Diskussion an, so, und wie wollen wir die organisieren? Und natürlich geht nicht alles über den Markt, das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern die Frage, welche Arbeit soll wie organisiert werden, aber auch eine Verständigung darüber, dass es Arbeit gibt, jenseits dessen. Und das ist, also jenseits dessen, was über Markt vermittelt wird. Und das ist in der Vergangenheit und wird es nach wie vor typischerweise von Frauen gemacht und wird jetzt inzwischen zwischen Frauen umverteilt. Und das ist sozusagen das Problem. Und das hat natürlich Konsequenzen, sie werden dafür nicht bezahlt, mit allen sozialen Konsequenzen. Ist mit dieser Vorsicht auch ein bisschen die Entwicklung zu sehen, was so diesen ganzen DIY-Bereich auch betrifft. Das ist ja so eine in den letzten Jahren auch eine gängige Praxis geworden ist, quasi alte Techniken wieder zu entdecken, wie Stricken, Häkeln und Marmelade einkochen. Ist das etwas, wo man auch sagen kann, das ist durchaus was vielleicht so einen Third Wave Feminism irgendwie auch unter anderen Vorzeichen ein bisschen begleitet, aber wo vielleicht auch eine Vorsicht geboten ist, beziehungsweise wie man das betrachtet. Darf ich da nur anschließen? Ja. Berlhof erwähnt, die ja Subsistenzwirtschaft auch ja, so in den Mittelpunkt ja, genau. Rückt. Also was halten Sie ja. Vor dem? Genau. Also die Subsistenzproduktion, wie sie im Bielefelder Ansatz dann sozusagen propagiert worden ist, zurückzugehen auf die, also möglichst autark zu werden, das halte ich für ziemlich unrealistisch. Auch schlicht im internationalen Kontext. Also wir haben Länder, wo das nicht funktionieren wird. Schon allein aufgrund, wenn Sie so wollen, der landschaftlichen, also das, was die Länder hergeben. Das halte ich für, sagen wir mal, eine schwierige Utopie. Was war jetzt die andere Frage? Die habe ich jetzt vergessen. Ja, ob diese Diskussion, die auch zum Häkeln, wenn man über Ehrenamt spricht etc. und über eigentlich dann auch dem Staat sparen hilft und dann gibt es auch diese... Zu bewerten würde ich das gar nicht wollen. Also wenn man, das ist vielleicht einfach ein Indiz nochmal, also wenn man für Deutschland gibt es dieses wunderbare Buch Der kurze Traum immerwährende Prosperität von Burkhard Lutz, der einfach zeigt, wie in den 60er Jahren genau dieses Marmelade einkochen, zum Teil noch Subsistenzproduktion für Deutschland eine Riesenrolle gespielt hat. Wir haben das ganz gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Und das ist dann mit der Durchsetzung des Fordismus sozusagen erledigt worden. Wir machen keine Marmelade mehr inzwischen, sondern wir tun das nur dann, wenn wir Lust dazu haben. Wir können das inzwischen im Laden kaufen. Also diese ganze Durchkapitalisierung des Konsumbereiches, das waren die Max-Wachstumsmotoren des Fordismus. Und wenn man dann jetzt die Diskussion wieder zurückführt, Wie sieht es denn jetzt aus mit dem kleinen Garten? Dann wäre das für mich eher ein Zeichen dafür, dass die Verhältnisse das nicht anders hergeben. Deshalb bin ich eher vorsichtig. Ne? Also natürlich niemand, der gerne Marmelade einkocht, soll das nicht tun. Das ist nicht der Punkt, sondern als breite Bewegung würde ich dann eher sagen, das ist für mich eher ein Zeichen des zunehmenden Prekaritäts. Also ich sehe diesen Punkt ähnlich, was die Subsistenz angeht. Also ich finde, das ist eine unglaubliche Provokation, die immer noch in diesem Ansatz sitzt. Ist es uns möglich, Subsistenzproduktion im Sinne von einer neuen Autarkie zu betreiben? Also ich finde, das ist eine der radikalsten Passagen im Bielefelder Ansatz. Ich würde aber dennoch genau hingucken wollen, wo ist was an Subsistenzproduktion derzeit zu vermerken. Und wir haben zum Beispiel hochindustrialisierte ganze Areas, wie es dann heißt, in China, in denen sozusagen ganz neue Formen von Industrialisierung erprobt werden in diesem merkwürdigen poststaatssozialistischen kapitalistischen Gebilde. Und haben plötzlich eine neue Verwiesenheit auf Subsistenz, die pur der Not gehorcht. Wir haben in anderen Bereichen, beispielsweise in Indien,
die Situation, dass man in der Tat Subsistenz befördern müsste, weil es mittlerweile über diese diversen Formen der Landenteignung manifeste Gefährdungen gibt der vormaligen Subsistenzproduktion, die zugleich existenzsichernd war. Und wir haben hier plötzlich einen neuen Stellenwert von Subsistenz, wie ihn Birgit jetzt schon genannt hat, dass aus Gründen der Prekarität oder Armut jetzt neu auf Subsistenz zugegriffen wird. Erstmal würde ich keine Arbeitsform aus einer Vision von Gesellschaft ausschließen wollen, weder die Subsistenzarbeit noch andere Arbeitsformen. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, was wir wie ausgestalten wollen. Und ein Zurück zu vorherigen Formen von Subsistenz, das halte ich für illusorisch. Also das ist in dieser Gesellschaft, also wie insgesamt ein Zurück sozusagen vom, wenn man es mit Benjamin sagt, vom Gekochten zum Rohen wird es nicht geben. Das heißt, wenn wir darüber reden, ob neue Arbeitsformen Wege sind und welche Form von Subsistenz da eingeplant werden kann, dann wird das eine andere Form der Subsistenzwirtschaft sein als die bisherige. Und das würde ich auch für solche Formen im Kleinen geltend machen, wie Stricken oder für den Hausbedarf sowas machen. Das sehe ich ähnlich als, ja, das ist möglicherweise ein Rückbesinnen auf Tradition, vielleicht ist es auch ein Neuerproben und es wird sich einfach, glaube ich, in einer neuen Diskussion über Arbeit insgesamt erschließen müssen, was da gangbar ist. Ich würde keine Form für sich diskutieren können. Also vielleicht auch, ich würde das genauso sehen und daran auch anschließen, also es gibt ja jetzt zum letzten Soziologietag zum Beispiel in Deutschland gab es die Veröffentlichung des sogenannten konvivialistischen Manifest, also Convivere, Zusammenleben von Intellektuellen, vor allen Dingen sehr stark aus Frankreich, aber aus internationalen Bereich, die sich aus ganz unterschiedlichen Positionen, WirtschaftswissenschaftlerInnen, SoziologInnen, also ganz breit Philosophen, die Frage des Zusammenlebens und des anderen Produzierens relevant gemacht haben und gesagt haben und das gemacht haben auf der Grundlage von Wachstumskritik und gesagt haben, das ist eine soziale, kulturelle, ökologische, eine dringliche Aufgabe, also Wachstumskritik zu machen, sich da sozusagen zu verständigen und Convivere, also die Frage des Zusammenlebens zu binden, auch an andere, verträglichere, angemessenere Form von Produktion. Ob dann Subsistenzwirtschaften, Arbeiten dabei eine Rolle spielen können oder nicht, das muss man dann ganz, ganz neu ausloten. Aber genau in dem Sinne, wie Brigitte Auenbacher gesagt hat, das wird kein Zugriff, also das kein sozusagen unverstellten irgendwie Zugriff auf diese Debatten geben, sondern es müsste dann, wenn vor diesem Hintergrund nochmal überlegt werden, gibt es was her? Was kann man da neu sozusagen einbringen? Ja, eben. Das ist ein bisschen ein Sprung jetzt in der Diskussion, weil ich kehre im Prinzip nochmal zum Anfang der ersten Inputs zurück. Und das war ja in gewisser Weise Analyse so von Krisenerscheinungen oder krisenhaften Auswirkungen des Kapitalismus im Bereich von Prekarität und so weiter. Und das ist eine Frage, sozusagen, sind diese krisenhaften Erscheinungen dann auch ein Anzeichen dafür, dass Kapitalismus als solches in der Krise ist oder ein Zeichen, dass es immer noch einer kapitalistischen Gesellschaft oder Produktionsweise gelingt, diese Krisenerscheinungen auf die Gesellschaft auszulagern. Und da kommt ein interessanter Punkt jetzt ins Spiel, weil das gute Leben war im Gespräch und Viktor Orban hat jetzt im Zuge der Diskussion da festgestellt, sozusagen wird in Gegenposition ja quasi auch formuliert, es gibt kein Recht auf ein gutes Leben. Und das ist jetzt interessant, weil einige Male jetzt gesagt worden ist am Podium, diese Krisen und Widersprüche des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft werden sich nicht auf bestimmte Weise lösen lassen, nicht durch nationale Lösungen und Grenzzäune und so weiter. Nur warum nehmen wir an, dass das nicht der Fall sein kann? Sozusagen, wir haben Entwicklungen in ganz Europa mit einem massiven Rechtsruck. Man sieht, dass sozusagen an einer massiven Erneuerung von Herrschaft gearbeitet wird. Und das, was möglicherweise nicht vorstellbar ist,
ist sozusagen in einem dezisionistischen Sinne möglicherweise schon vorstellbar, in irgendwelchen sozusagen autoritären Entwürfen. Und ich glaube, dass man sozusagen schon auf der einen Seite natürlich nicht vergessen darf, was ist die progressive Alternative des Kampfes um ein gutes Leben. Aber eben der Punkt, sozusagen die allgemeine Aussage von Viktor Orban, sozusagen es gibt kein Recht auf ein gutes Leben. Und das ist die Grenzlinie, die wir ziehen und die wir auch in Zukunft ziehen werden, wenn sozusagen die Wahlen weiter sich so entwickeln, wie sie sich jetzt in Österreich entwickeln, wie sie sich in Frankreich entwickeln werden, wie sie sich gestern in der Schweiz entwickelt haben, dann sozusagen ist eine Möglichkeit gegeben, dass eine Herrschaft aber sehr spezifische Art und Weise mit Gewalt möglicherweise so erneuert wird, dass ihm schon neue Formen eines Wiederauflebens von Herrschaftsmechanismen sichtbar werden, die jetzt nicht vorstellbar scheinen. Also vielleicht trifft da das oder kann man da auch anknüpfen an das, was ich meinte mit dem konvivialistischen Manifest, also mit der Frage des Zusammenlebens oder gemeinsamen Lebens oder der gemeinsam geteilten Welt. Ich glaube, es kann da nur sozusagen die Entgegnung geben zu diesem zweifellos sozusagen die Frage von autoritären, von rechten Entwürfen darauf zu bestehen, dass Leben oder sozusagen Zukunft nicht denkbar ist, ohne die Frage, dass eben allen global das Recht auf gutes Leben zugestanden werden muss. Dass das etwas wäre, möglicherweise eine Vision zum Beispiel eine feministische, aber eben nicht nur feministische Vision, die genau das zum Gegenstand machen, die genau sagen, die Frage meines guten Lebens ist nicht abtrennbar von einem guten Leben, zum Beispiel in Syrien. Ja? Also diese Frage und das zum Ausgangspunkt einer Gegenbewegung, wenn man so will, machen, wo nicht klar ist unbedingt, sozusagen, wie das aussehen kann, in welchen konkreten, das ist was, was ausgehandelt werden muss, aber was der gemeinsame Konsens sein muss. Also die Frage von gemeinsamem Leben gegen die Frage von sozusagen Märkten, Besitzständen, Besitzindividualismus, der sich darin äußert, zu sagen, die haben ein Recht auf gutes Leben aufgrund von Geburt, was weiß ich, und die anderen haben keins. Also das wäre für mich der gemeinsame Nenner, der gemeinsame Ausgangspunkt, den man machen muss, gerade jetzt machen müsste. Ich würde noch mal ganz kurz dazu sagen, ich würde an der Stelle auch gerne widersprechen. Also ich glaube, dass in der Tat Kapitalismus zurzeit seine Krisen, ökonomischen Krisen auf Gesellschaft auslagert. Ich halte das, was wir momentan feststellen, für eine Erneuerung des Kapitalismus, also für eine Konsolidierung als Herrschaftsform. Da bin ich, soweit gehe ich noch mit. Warum keine nationale Lösung? Das würde ich anders beantworten. Ich glaube, dass wir momentan das Basteln an einer nationalen Lösung oder an vielen nationalen Lösungen sehen. Also das ist dieses Abschotten der Rechtspopulismus, den wir jetzt in Europa ernst zu nehmen haben, für sicherlich noch eine ganze Weile. Für mich zeigt diese Fluchtmigration die Grenze der nationalen Lösung. Also ich würde es genau umgekehrt auch thematisieren wollen. Es funktioniert offensichtlich mit der nationalen Einhegung, nicht ohne weiteres und nicht im vollen Umfang. Es ist nicht möglich, diese Migrationen beispielsweise über diesen Weg zu beenden. Also insofern ich würde es nicht in eine Richtung thematisieren, sondern würde sagen, es gibt auch wieder was, was zurückwirkt und was die nationalen Lösungen möglicherweise torpediert. Was heißt, es gibt kein Recht auf ein gutes Leben? Viktor Orban streitet das Recht auf Leben überhaupt, egal ob gut oder nicht gut, sondern das Überleben spricht er vielen Menschen derzeit ab. Und was wir unter gutem Leben verstehen,
das geht halt global nicht. Ja? Das geht sich nicht aus für alle, was wir beanspruchen, um zu sagen, wir haben ein gutes Leben. Es gibt da interessante Literatur von Doris Lessing, auch von Margaret Atwood, die haben das vor Jahrzehnten schon geschrieben. Sie werden kommen, weil sie kein Wasser mehr haben, weil sie keine Lebensgrundlagen mehr haben. Und unser gutes Leben, unser übrigens meiner Meinung nach viel zu gutes Leben, oder was man darunter versteht, ja, das geht sich global nicht aus. Und je eher wir das zur Kenntnis nehmen, dass wir teilen müssen, weil sie werden sich's holen, ob wir wollen oder nicht, umso eher, finde ich, können wir uns damit arrangieren und es auch akzeptieren, dass wir viele Jahre auf Kosten anderer halt zu gut gelebt haben. Die Fischer in Afrika sollen ihre Fische wieder selber fangen dürfen, um nicht zu verhungern. Und wir müssen, was heißt überhaupt teilen? Wir müssen nicht was teilen, was uns gehört, wir müssen nur den anderen nicht ständig was wegnehmen. So sehe ich das, ja. Es ist vorhin über die Subsistenzwirtschaft gesprochen worden, was vielleicht momentan noch nicht wirklich realistisch ist, aber die Gemeinwohlökonomie, ich weiß nicht, wie weit sie bekannt ist, von Christian Felber, die würde einerseits diese nationalen Projekte oder nationale Ansätze europaweit oder vielleicht auch weltweit, global, ermöglichen und das würde das herrschende System des kapitalistischen, ausbeuterischen, ressourcenausbeuterischen Systems, was nur auf Profitmaximierung aus ist, in eine andere Richtung bringen, was auch andere Probleme möglicherweise lösen würde. Das heißt, nicht mehr auf profitorientiert Maximum erreichen, sondern für das gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem stückweise dorthin bringen, was möglicherweise andere Probleme auch gleichzeitig lösen könnte. Wie schätzen Sie das ein? Also ich würde vielleicht zu beiden Fragen nochmal, zu beiden Aspekten. Das erste war ja eigentlich ein Kommentar und das zweite macht nochmal die Ökonomie, Gemeinwohlökonomie stark. Also bei dem Kommentar gebe ich Ihnen vollkommen recht. Globaler Norden hat über Jahrhunderte auf Kosten des globalen Südens gelebt und das ist ein Stück weit natürlich die Situation, die wir jetzt vorfinden, die in den Kapitalismen des globalen Nordens selbst geschaffen worden ist. Gleichzeitig glaube ich, dass wir sehr wachsam sein müssen, wer das Wir im globalen Norden ist, weil wir natürlich zeitgleich all diese Prekarisierungseffekte und Armutsentwicklungen im globalen Norden auch mitbekommen. Und ich glaube, dass eine Trennlinie, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird, wo es auch erste Anzeichen bereits gibt, und da meine ich jetzt nicht nur den Rechtsradikalismus mit, sondern auch andere Anzeichen in der Verteilungsdiskussion, wieder eine durchaus Trennlinie sein wird der Armen hier und der Armen dort. Also es ist nicht so, dass die Versorgungslagen im globalen Norden durchgängig gut sind, das unterstellen Sie auch nicht, sondern wir haben tatsächlich eine doppelte Polarisierung zu bearbeiten und erfahrungsgemäß aus der bisherigen Geschichte führen solche Trennlinien zu ganz neuen Konkurrenzen und möglicherweise eben auch zu gefährlichen Aufladungen im Sinne von Rechtspopulismus, Abgrenzung und so weiter und so fort. Also das Ausspielen der Prekären, das Ausspielen der Armen, die Konkurrenz der Armen. Ich glaube, dass das auch Linien sind, die uns beschäftigen werden. Bei der Gemeinwohlökonomie ja. Das ist auch ein Gedanke, den ich bei Oskar Nick zum Beispiel recht überzeugend finde, zu sagen, wir müssen dorthin kommen, der Gemeinwohlökonomie wieder den ersten Platz einzuräumen vor der Marktökonomie. Die Problematik, die wir aber damit auf dem Tisch haben, ist die Problematik, die wir auch bei Subsistenz und Ähnlichem auf dem Tisch haben, zu fragen, welche neuen Formen von Gemeinwohlökonomie können das bedienen und können sich sozusagen jetzt
auch herausschälen, ohne die Lückenbüßer zu werden für das, was der Sozialstaat nicht mehr bezahlen kann und für das, was uns beispielsweise an anderer Stelle an Verantwortung der Wirtschaftsverantwortlichen und so weiter einzumahnen wäre. Also insofern bin ich beim Gedanken Gemeinwohlökonomie sehr bei Ihnen, sehe aber die Herausforderung, wie bei den anderen Fragen auch, wir werden über neue Formen nachdenken müssen. Ja, eine Frage, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr so in den Kontext passt, aber zuvor ist eben Schweden arbeitsmarktpolitisch als positives Beispiel hervorgehoben worden, in dem Schweden mehr auf ja, die familiale Schiene gesetzt hat und weniger auf die ja, auf Migration, jetzt so ganz vereinfacht gesagt. Welche Tendenzen oder welche Ergebnisse hat das mit sich gebracht? Also auch in puncto Arbeitsmarktzugang jetzt für Menschen mit anderer Herkunft, oder ist es nur wieder eine Frage der Ressourcenverteilung, Gwyn? Also in Bezug auf Migration, also die Schweden haben relativ früh den Arbeitsmarkt aufgemacht für Migranten und Migrantinnen. Das heißt, die hatten schon mit Ankunft in Schweden gleich die Möglichkeiten, Weiterbildungsmaßnahmen zu besuchen und sind dann relativ schnell in den Arbeitsmarkt integriert worden. Das hat nicht die Tendenz, oder, also man muss jetzt vorsichtig sein, auch das schwedische Modell hat ein paar Krux, ne? Das ist jetzt nicht sozusagen die ideale Idee. Aber was Schweden gemacht hat, im Gegensatz zu Deutschland, sehr schnell in den Arbeitsmarkt integriert und damit sehr schnell die Möglichkeit geschaffen, auch beispielsweise sich weiterzubilden, ganz legal im Arbeitsmarkt weitervermittelt zu werden. Das ist in Deutschland und in Österreich ja wesentlich, sagen wir mal, komplexer und eher schwieriger zu kommen. Schweden hat sehr früh das gemacht, was jetzt sozusagen EU-Politik ist, also sozusagen jeden Erwachsenen zum Erwerbstätigen zu machen. Also die Idee des Adult-Worker-Modells war sozusagen in Schweden relativ früh durchgesetzt worden, hat was mit der Geschichte von Schwedens und so weiter zu tun. Aber da ist sozusagen die andere Seite, das, was bei uns die Hausfrau, wenn Sie so wollen, gemacht hat, sehr stark durch öffentliche Infrastruktur aufgefangen worden. Das ist sozusagen der starke Sozialstaat mit den Kosten, also sozusagen hat über Steuern finanziert, hat dann dazu geführt, dass viele dieser Dinge, die wir jetzt eben an die Hausfrau ausgelagert haben, bei uns auch sozialstaatlich abgesichert, dort eben über die öffentlichen Infrastrukturen abgesichert worden sind. Aber bei aller, also vorsichtig, ne? Auch Schweden ist kein Paradies, da gibt es auch ein paar Entwicklungen, die nicht so richtig gut gelaufen sind, aber in den Punkten sind sie wesentlich schneller gewesen als andere Länder. Gute Frage. Gute Frage in der Zukunft. Gut, gibt es noch eine Frage? Sonst würde ich ganz gern zum Schluss kommen. Die Visionen sind ja eigentlich schon vorweggenommen worden. Darum stelle ich Ihnen die Frage jetzt auch nicht mehr. Vielleicht ganz kurz zum Schluss. Sie haben die Grafik erwähnt und Sie lesen sie sehr freundlich, sage ich mal, ist okay. Ich lese hier ein bisschen anders, weil das Zeichen lehnt sich natürlich ganz klar gegen das K und das K geht auch so ein bisschen unter. Bisschen platt auch ausgedrückt, die Frage, ist die feministische Kritik per se unter Umständen gleich auch mit die Überwindung des Kapitalismus? Aus meiner Sicht ist sie nicht die Überwindung des Kapitalismus, weil schlichtweg das nur in gesellschaftlichen Bewegungen der Fall sein wird. Aus meiner Sicht bietet sie einiges an Analyse, um in den Dialog mit Gesellschaft zu treten und Gesellschaft sozusagen in einen Dialog, um den Zustand der Gesellschaft zu bringen, um sozusagen Visionen zu entwickeln, radikale Kritik nicht nur auf dem Papier zu bereiten, sondern tatsächlich in die Diskussion zu bringen. Da würde ich Ihren Beitrag sehen. Mhm. Bist du? Ja. Genau, bitte. Ja, also
Ich würde die Grafik optimistischer aus meiner Perspektive interpretieren und schon, dass auch der Feminismus oder die Feminismen das Potenzial haben, zu sagen, den Kapitalismus ins Wanken zu bringen. Also so würde ich das schon lesen wollen, weil mit Fragen der kapitalistischer Perspektiven, beispielsweise der Sorgearbeit als einer, was wir jetzt verhandelt haben, aber auch beispielsweise mit der Frage, welche Effekte und welche Sprengkraft werden mit Prekarisierungsprozessen beispielsweise thematisiert, auch schon sozusagen das Ende oder das, was nicht über kapitalistische Verhältnisse gelöst werden kann, das wird damit thematisiert. Aber jetzt muss ich doch noch kurz nachfragen. Ist das nicht eine sehr romantische Vorstellung unter Umständen, dass durch die Prekarisierungstendenzen oder halt also eigentlich ja Realitäten so quasi eine Egalisierung stattfinden kann? Also ich plädiere jetzt nicht grundsätzlich für einen positiven Prekarisierungsbegriff. Das ist damit nicht gemeint. Was ich meine, ist, dass mit den kritischen Impulsen, die aus dem Feminismus kommen, sozusagen beleuchtet wird, inwieweit beispielsweise Geschlechterverhältnisse in Verbindung mit anderen Verhältnissen sozusagen dafür Sorge tragen, ist jetzt eine schwierige Formulierung, kapitalistische Verhältnisse aufrechtzuerhalten und sie gleichzeitig in dem kritischen Impetus sozusagen des Feminismus darüber, also dass das offengelegt wird, dass es dekonstruiert wird, damit die Möglichkeit erweitert wird, sozusagen diese kapitalistischen Verhältnisse in Frage zu stellen. Und das sehe ich auch bei der Frage von Entsicherung von bestimmten Verhältnissen, so sehr sie auch mit sozialen Zumutungen verbunden sind. Es ist eine Frage dessen, was die Akteure daraus machen, welche politischen Strategien ich entwickle, was ich damit politisiere. Ja, also das wäre die Frage und nicht zu sagen, sozusagen Prekarisierung als neue Verelendungstheorie oder so. Also das war damit in die Richtung zielt. Ich bin ja grundsätzlich total bei Ihnen. Nur ich denke mir, es wäre fast zu einfach. Also ich denke mir, dazu wird es ja auch einen viel breiteren und offeneren Diskurs auch auf einer politischen Ebene geben müssen, um eben genau dieses Bild auch zu entwerfen und das auch als eine Chance zu sehen. Aber dazu müsste man sich eingestehen, dass eben die herrschenden Verhältnisse ins Wanken geraten. Und ich glaube, da sitzen vielleicht noch zu viele, die an diesen Herrschaftssystemen ganz gern festhalten, noch dort, wo sie sitzen, um diesen Diskurs überhaupt in Gang zu bringen. Das ist so meine einzige Befürchtung. Bitte. Also ob der Feminismus den Kapitalismus Die feministische Kritik quasi dialektisch, also ob man auch mal ja, in gewisser Weise kann. Schon, da bin ich vielleicht anderer Meinung als Brigitte, aber eher mehr auf so eine praktische Ebene, die Vorstellung, dass alle, die unbezahlte Arbeit leisten, dafür jetzt Arbeit entweder Geld verlangen oder streiken, würde ihn dann schon in den Grundfesten erschüttern. Insofern ja. Also eine kleine Revolution sogar. Es stand ja unter Diskussion, ja. Lohn für Hausarbeit hat nur die... Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen, herzlichen Dank Ihnen am Podium und noch einen wunderschönen Abend.